Da ist es. Oh, Lavita und Kind. Worum ich dachte, es ist irgendwie... je nachdem, welche Edition man spielt. Krass, wie nett. Wie nett von diesen Freaks. Wahaha. Hallo Brani. Hallo Verox. Lass mal kurz hier gucken, ob ich das irgendwie ändern kann. Nein. Musik ist weg. Dieser, wie heißt die, Polarisationsfelder sind doch auch irgendwie für den Arsch. Macht gar nichts. Was macht dieser Filter denn? Gar nichts. Ich hab den falsch. Naja. Warum ist die Musik eigentlich aus? So. Hey, Leute. Hallo, Angel. Hallo, JJ. Dankeschön. Nice sieht's jetzt bei mir aus. Danke, aber das müssen wir noch um einiges besser machen. Das ist noch lang nicht so, wie ich es gerne hätte. Sieht das hier gut aus? Das ist, glaube ich, sehr... Hier im Schnee. Schauen wir mal im Schnee. Hier kann man nicht fliegen, oder? Weil man doch, natürlich kann man hier fliegen. Wie geht dieses Spiel nochmal? Ah ja. Hallo MJA. Hallo. Hallo Anna, Marina. Hallo Phil. Hallo Que. Hallo Marco. Hallo Versi. So einfach 6-mal Shiny Viscore gefangen und 2 Entwicklungen mache ich jetzt den PLA. Sehr gut, mal schauen, wie schnell es bei mir geht. Hallo Dave, dankeschön für 13 Monate. Du brauchst aus den Outbreaks noch was? Ja, ich habe es aufgeschrieben. Ich brauche 2 Kindwurm, 1 Tanhel, 2 Lavita und 1 Viscora. Also ja. Hallo Bartfratze. Dankeschön für die 100 Bits, Phil. Was mache ich heute? Wir spielen Kamsin und Popo. Hallo Mariko. Das war Phil. Dann haben wir heute viel zu tun. Ja, also 2, 4, 6 Shinies. Also in einer halben Stunde bin ich fertig. Ich lasse mir noch schon Zeit, indem ich einfach überall hinfliege, anstatt schnell zu reisen. Hallo Fast Guy. Was machen wir danach? Ich weiß es nicht. Dankeschön, Dave. Du hast jetzt auch das DLC geholt. Endlich. Viel zu lange Zeit gelassen. Alles verpasst. Warum ist hier oben eigentlich keine Musik? Beim Fliegen gibt es irgendwie keine Musik. Manic, dankeschön für 8 Monate. Manic, danke. Auf meine Empfehlung gestern. Okay. Dann Shiny hast. Phil, du hast einen Schallquapp. Und Dankeschön für 1000 Bits. Dankeschön. Hallo Schrick. Warst du bei der Gamescom gewesen? Happens. Warst du bei der Gamescom gewesen? Ich kann doch das 1 Sterne oder wie heißt es? Level 1 Schiller-Rezept machen und hierher kommen.
Ich kann nur keinen Synchromodus machen. Dann machen wir doch das. Devius war hier. Mit. Machen wir doch das. Habe ich noch genug BP? Barbecue Points? Hat bei mir gepennt. Oha. Krass. Krass. JJ, du bist ein Grüppuck. Geil. Level 1 for the win? Schon, gell? Man muss nur BP haben. Ich habe nicht so viel BP, tatsächlich. Gut, ich sehe nichts. Ich habe nicht so viel BP. Bei Dragoran, welches ist gut? Woher soll ich das wissen? Sehe ich so aus, als hätte ich Ahnung von Pokémon. Wie viel habe ich? 500. Es wird langsam. 135 Bits von Mariko. Dankeschön. Am Samstag bist du auf der Gamescom. Sind die Outbreaks nicht sowieso schon erhöht? Ja. Wir waren Schwimmer gewesen. Was? Gibt's eigentlich so ein Lied? Wir waren... Hallo Daniela. So, gehen wir echt zu dem Kindwurm in dem Ding? Gehen wir zu Kindwurm in dem Berg? Es ist grün. Was auf grün, grün? Ich glaube, im Berg ist es schon echt sehr sichtbar. Aber es war so steil. Muss ich so viel arbeiten? Bartfratze, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. Hast du vor, Dragoran zu machen? Ja. Aber ich muss erstmal gucken, welches Pokémon empfohlen wird. Was für ein Pokémon wird empfohlen? Epitaph? Wie steil kann ich eigentlich fliegen? Komme ich hier raus? Was ist das für ein krasser Pollenflug hier? Oh, hier kommt man raus. Ja, muss man nicht mehr dumm klettern. Was ist hier für Pollenflug? Okay. Auf jeden Fall, ich habe schlechte Nachrichten. Für euch. Beziehungsweise für mich. Für meinen Geldbeutel. Hallo MLG LOL. No Pets. Wie ich eine Sache 5 Minuten erzähle und jetzt ist es dein Running Gag. No Pets. Nein. Ich habe ja gestern, also wir haben Wailord ja solo gemacht, weil meine Capture Card in meinem DS nicht gehen wollte. Und ich habe gestern Nacht noch sau viel probiert, um diese Capture Card, diesen DS wieder auf meinem PC zu kriegen irgendwie. Bis hin zu... Hallo? Bis hin zu, ich habe USB-Devices deinstalliert und wieder aktualisiert. Ich habe Treiber deinstalliert, wieder installiert. Ich habe auf anderem Laptop es probiert. Warum sind hier keine? Waren hier nicht sau viele, als ich gerade da war? Okay. Also wirklich so, dass ich sagen kann, ich habe alles ausprobiert. Der DS wird nicht mehr am PC erkannt. Es ist ein unbekanntes Gerät im Gerätemanager. Und kein Treiber der Welt hat das geändert. Hallo Lurky. Und dann habe ich jetzt... auf Murkys Discord gefragt, also der damals die Capture Card mir eingebaut hat. Und da wurde auch schon ganz oft die Frage gestellt, aber ich habe nie eine Lösung gefunden oder wenn, dann hat die Lösung bei mir nicht funktioniert. So, was ist, wenn der Treiber nicht erkannt wird und so weiter. Und hat Murky mir persönlich geschrieben und hat gesagt, dass wenn es auf einem anderen Laptop auch nicht geht, also zwei verschiedene Systeme und bei beiden wird der Treiber nicht erkannt. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass einfach die Capture Card jetzt kaputt ist.
Was ihm so gut wie noch nie passiert ist. Er hat gemeint, das wäre die zweite Capture Card. Oh, am Berg ist es so kacke, Mann. Greif doch an! Er hat gesagt, das wäre die zweite Capture Card bei ihm, die kaputt gegangen ist. Und es ist 4 Jahre. Also nach 4 Jahren, und ich benutze das ja wirklich viel, ne? Scheint es so. Ich will es noch nicht ganz glauben, aber ich weiß auch nicht, was ich noch probieren soll. Es war ja wirklich, ich habe nichts geändert. Und vorgestern haben wir noch... Das ist schrecklich hier im Hang, ey. Vorgestern haben wir noch Giratina gemacht. Und dann gestern... Ich dachte, es wäre ein Busch. Und dann gestern auf einmal will die Capture Card nicht mehr erkannt werden. Also, und es ist nichts, hat sich geändert, ne? PC aus, am nächsten Tag PC an, DS wird nicht mehr erkannt. Anderes Kabel, Treiber, alles nix. Boah, ist das anstrengend hier. Ich glaube, ich gehe woanders hin. Mein Gladagaladi will meistens nicht angreifen. So, und dann habe ich direkt gefragt, so, hey, wäre das denn günstiger, wenn ich jetzt dir den gleichen DS wieder schicke? Und du dann eine neue Capture Card reinbaust. Aber am besten die mit USB-C. Weil man kann ja inzwischen USB-C damit verknüpfen und dann hat man Laden und Datentransfer gleichzeitig. Hat er gesagt, nee, im Gegenteil, das ist mehr Aufwand, weil USB-C ist größer und es ist sowieso... Ne, also nichts günstiger leider. Oh mein Gott, Glagladi, du nervst. Im Endeffekt, ne, ich muss, was für ein krasses Hypno. Hier ist Hypno, das habe ich noch nie gesehen. Hypno chillt hier rum? Ich habe noch nie hier ein Hypno gesehen. Wie cool sieht das denn aus? Hypno läuft einfach, ich habe noch nie ein Hypno rumlaufen sehen. Krass. Sieht voll cool aus. Ich mag Hypno. Kinderentführer. Was meinst du, wie viele Shinies du heute fängst? 6, weil ich brauche 6. So, aber ich brauche für meinen Job, brauche ich ein Capture Card DS. Ich meine, wir können natürlich Gen 7 auch anfangen mit Emulator und sowas. Das geht natürlich, aber im Endeffekt will ich natürlich, ne, also, ist ja kacke. Ich brauche ein DS mit Capture Card. Und was wirklich... Scheiße ist, und ich weiß nicht warum, aber ich bin ja auch nicht der, der die Capture Cards einbaut. Ein 2DS, den ich ja habe, kostet 330, eine Capture Card reinzubauen. Ein 3DS, einer, der ja eigentlich komplexer ist, weil er auch noch 3D kann, braucht 230 Euro einzubauen. So, mein Plan ist jetzt, viel Geld auszugeben. Aber was soll ich tun? Ich muss, das ist eine Business-Ausgabe. Ich muss das machen. Der Plan ist, dass ich jetzt den 2DS, der schon gemoddet ist, ihm wieder schicke und er den repariert bzw. neue Capture Card reinbaut. Zusätzlich, weil ich, wenn wir eh schon dabei sind, kaufe ich mir ein 3DS. Und nein, die ganzen 3DS, die ich mir gekauft habe für WWJ, die gehen alle nicht. Muss mir einen neuen 3DS kaufen. Und den mit einer anderen Capture Card modden lassen. Weil wenn es die gleiche Capture Card ist, dann kann der die nicht unterscheiden. Sodass ich 2DS habe mit Capture Card. Weil irgendwann werde ich 2DS mit Capture Card haben wollen, allein wegen Manafi. Allein wegen Doppelhand in Gen 5, 6, 7, was auch immer. Wow, so teuer. Ja. Was am Endeffekt mich locker jetzt neuer 3DS, mindestens 220 Euro habe ich gesehen. Dann den modden lassen, nochmal 230 Euro, sind wir schon bei 450 Euro. Plus den jetzigen reparieren lassen, keine Ahnung wie viel das kostet, aber nehmen wir mal Vollpreis an. Jetzt nochmal 330 Euro, wären wir schon bei 700, 800 Euro. Kannst du das von der Steuer absetzen, weil du in Irland wohnst? Wahrscheinlich nicht. Willst?
Natürlich setze ich das von der Steuer ab. Hä? Ich setze alles von der Steuer ab. Das ist mein Job. Wenn ich Pokémon Home Abo mir kaufe für 16 Euro im Jahr, dann wird das von der Steuer abgesetzt. Das heißt aber übrigens nicht, dass das umsonst ist. Ich gebe trotzdem 700 Euro dafür aus, aber was ich am Ende des Jahres versteuern muss, ist halt dann 700 Euro weniger. Was natürlich einen Unterschied macht, aber es ist nicht so, als ob 700 Euro umsonst ist. Ich muss halt deswegen weniger Steuern zahlen. Prozentual weiß ich nicht, wie viel das ausmacht. Kommt, glaube ich, immer drauf an. Ich habe keine Ahnung davon. Alles, was du für das Business machst, kannst du von der Steuer absetzen. Ich kann auch meine Miete von der Steuer absetzen. Prozentual von dem Quadratmeter, die ich hier in meinem Raum esse. Sogar Internetkosten kann ich absetzen. Also wirklich alles, was du für deinen Job brauchst, wird von der Steuer abgesetzt, natürlich. Genau genommen sogar Klamotten. Wenn ich Klamotten extra kaufe für einen Stream, werden die natürlich abgesetzt. Habe ich jetzt noch nie gemacht. So, gefällt uns das hier? Soll ich hier weitermachen? Irgendwie ist es kacke, ne? Hallo Feuerfaust Ace. Monkey D. Nee. Puma die Ace. Habe ich mitgezählt? Nope. Ich sollte mal speichern. Ich glaube, bei 60 sind wir noch nicht. Wie viel brauche ich? 2 Kindwurm brauche ich. Ah, der massive Auflauf von Kindwurm ist fast verschwunden. Perfektes Timing. Hey. Ich setze im Homeoffice quasi alles von der Steuer ab, was ich für mein Büro kaufe, auch anteilig Telefon und Internet. Ja. Besser ist es. So muss das sein. So, wo resette ich jetzt hier? Ich glaube, ich laufe lieber hin und her, oder? Ich will hier keinen Tisch aufstellen. Fällt doch alles um. Eieiei, ich habe vergessen, wie nervig das sein kann. Aber der DS funktioniert ohne Probleme. Ja, ja, mein 2DS, New 2DS XL, also der, mit dem ich immer streame, der funktioniert perfekt. An dem hat sich nichts geändert. Es kann halt echt sein, dass einfach da drin was locker geworden ist, weil ich den DS zum 200. Mal in die Schublade gepackt habe. Also ich gehe mit dem jetzt nicht kacke um, aber ich behandle den auch nicht mit Samthandschuhen. Ich will nicht glauben, dass die Capture Card kaputt ist, weil warum sollte die da drin einfach so kaputt gehen? Weil es ist ja noch nicht mal, ich würde verstehen, wenn der Anschluss wackelig wird, weil ich ständig das Kabel rein und rausstecke. Aber das, es wird ja erkannt. Wenn ich den anschließe an den PC, wird ja erkannt, dass ich etwas angeschlossen habe. Es bleibt nur unbekannt. Also der Treiber, also es, die Capture Card wird nicht erkannt als Capture Card. Es wird erkannt, dass, da ist eins! Es wird erkannt, dass etwas angeschlossen wird, aber nicht als Capture Card. Deswegen klingt es mir nicht nach einem Hardware-Problem, aber es ist, ich krieg's nicht hin. So, du läufst nicht weg, ne? Ihr seid aggro. Nein! Freundschaftsball wäre sehr gut eigentlich. Ich gebe keinen Freundschaftsball aus. Bruder Lander hat was für eine Farbe? Was hat Bruder Lander für eine Farbe? Finsterball hat halt auch noch rot. Bruder Lander ist auch grün, oder? Auch grün, ja. Freundesball hat eigentlich auch rot. Ah, Flottball ist eigentlich nicht perfekt dafür, aber ich schmeiß doch jetzt keinen Freundesball. Nee, ich nehm Finsterball. Im Japanischen heißt der Portgas de Ace, wobei ich Puma de Ace eigentlich deutlich besser finde. Stimmt, Portgas. Ich habe halt auch noch 3 Geräte mit Capture Card rumliegen und brauche die eigentlich nicht mehr wirklich. Was? Ist dein Ernst? Dein Ernst? Dave, ich kaufe dir ab. Beziehungsweise hat jemand von euch eine andere Quelle als Murky, weil Murky captured, also moddet nur New DSXL
3DS und 2DS, aber new, aber nur die neuesten, zwei neuesten Modelle. Beziehungsweise den Classic DS, aber ich habe auch keinen Classic DS. Ich habe nur einen DS Lite, einen 3DS und die Käseplatte. So, GG. Ich habe die damals auch von anderen abgekauft. Du, lass mal auf Discord quatschen. Wenn du die wirklich nicht willst, kaufe ich die dir gerne ab. Also nicht alle, ne? Zwei. Wobei ich halt den einen, das wäre so eine Verschwendung, den nicht reparieren zu lassen. Aber wenn der sagt, Reparatur kostet auch 300 Euro, dann... Ich will nicht 300 Euro ausgeben für potenziell kaputte Capture Card. Ich will das noch nicht glauben. Es kann doch nicht sein, dass sie kaputt ist. Ich probiere vielleicht noch einen dritten Laptop. Wenn die Capture Card da geht, dann... Beweis. Hast du Discord-Server? Selbstverständlich. Da ist er. Hallo Felix. Shiny Drachen? Ja. Ich hatte Shiny Luck, habe alle in einer Stunde gefangen. Sehr gut. Ich erwarte auch nichts anderes. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Ich bin abgelenkt und so. Und ich bin hier am Hang, was echt dumm ist. Also ich habe ein 3DS XL und der verstaubt hier auch nur. Ja, ach, du hast sogar ein 3DS XL. Vielleicht kannst du den auch zu Murky schicken, deinen, und Murky schickt ihn dann an mich. Wenn es mit Dave nicht klappt. Aber sag doch nicht, du brauchst ihn nicht. Irgendwann bereust du es, dass du ihn nicht mehr hast. Ist eine Stunde nicht schon lang? Naja, für 6 Shinies kann man schon eine Stunde brauchen, oder? Es kommt halt drauf an, auf das Setup, wo ist der Massenausbruch und so weiter, was benutzt du? Aber ja, wenn du Massenausbruch sofort perfekt hintereinander, dann mit 1 zu 100 oder 120 oder so, ne? Dann muss das richtig schnell gehen. Aber hier ist es ein bisschen nervig, die zu resetten, wegen dem Hang und so vielen anderen Mons. Ich habe halt 12 Shinies geholt, morgen mache ich die restlichen 3. Hast du die alle noch gebraucht? Sag nicht, ihr wartet extra auf die Ausbrüche. Es ist so doch auch einfach genug. Was machst du eigentlich, wenn du deinen Living Dex komplett voll hast, auf neue Pokémon warten? Also zuerst bringe ich mich um, weil mein Leben dann keinen Sinn mehr hat. Danach werde ich wahrscheinlich warten, dass natürlich neue Pokémon kommen. Aber es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Außerdem, ich habe einen vollen Living Dex. Schon lange. Oder meinst du Shiny Living Dex? Warte mal. Living Dex habe ich schon lange. Was ich nur mache, ist ein Origin Dex. Wenn ich den voll habe, dann mache ich Retro Achievements in Pokémon Spielen und Ribbon Master. Es gibt so viel zu machen in Pokémon. Ich könnte sogar den Origin Dex wieder von vorne anfangen und sagen, ich, da ist Nummer 2. Und sagen, keine Ahnung, ich, wobei ich wüsste nicht, wie ich es noch perfekter mache. Das ist ja der Sinn davon. Oh, warte, ich habe falsch reagiert. Oh, Shiny, Leute, oh mein Gott. 1 zu 100, was habe ich für ein Glück. Hawk. Sogar im ersten Ball drin geblieben, das gibt's doch gar nicht. Alle Shinies mit Bändern? Genau, alle Shinies mit Bändern. Nein, das wäre ein bisschen übertrieben, aber eins vielleicht? Ah. So, Männchen und Weibchen, ist doch wunderschön. So, was haben wir jetzt? 2 Lavita, ein Tanhel und ein Hisui. Machen wir 2 Lavita, die sind ja immer noch hier, ne? 2 Larvitare, wollen wir einen schönen Ort? Lavita ist heller. Wo sieht man das gut? Nicht auf grün. In der Wüste wäre vielleicht nicht schlecht. Im Schnee ist irgendwie alles. Ich weiß nicht, auf grün könnte es schwierig sein zu sehen. Ich glaube, die Wüste ist echt am besten hier. Haben wir noch, schwimmen noch welche irgendwo?
Ich habe jetzt erstmal genug geerntet für meinen Decks. Ja, und jetzt spielst du bitte jedes Final Fantasy durch. Du hast doch Blut geleckt. Bartfratze, vielen Dank für 100 Bits. Und wer hat in den letzten Wochen Shiny Gimmighoul bekommen? Niemand. Wer hat es bekommen durch wahrscheinlich ercheatete Raids? Alle. Ach, da unten, oh ne, in der Höhle. Nö, 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 bitte nicht Höhle. Ich will nicht, ich mag das nicht mit dem Picknicktisch zu resetten. Das ist so wie sagt man, dynamisch. Vor allem ist es hier gar nicht. Du hast gerade Final Fantasy 16 angefangen. Nice. Das habe ich selber noch nicht gespielt, aber ich glaube, es würde mir sehr gefallen. Ich fand, dass die Demo war großartig. Eine der besten Demos, glaube ich, die es gibt. Wo? Hier? Nee, das ist doch blöd. Das ist doch hier Buggy. Wer will denn so eine Buggy-Kaka? Wobei? Muss ich aber immer runtergucken. War sicher kein anderes mehr. Die anderen waren halt auf grün. Ich meine, ich würde es auf grün auch erkennen. Hier ist vielleicht noch nice. Wobei, nee. Ich würde es auf grün schon auch erkennen. Aber Lavita ist jetzt nicht so eindeutig wie Kindwurm. Aber das hier sieht um einiges... Aber da ist hohes Gras und so. Okay, überlegen wir noch länger, damit das Sandwich aufhört. Ich weiß nicht. Ich kann hier aber so, das geht schon. Machen wir es hier. Okay, machen wir es hier. Hallo, Julgen. Die ersten 10 Minuten sind schon großartig gemacht. Ja, so geil. 16 liegt schon ready. Die Map ist riesig, wow. Und es ist nur eine von drei. Ja, Kamsin und Popo hat eine sehr große Map. Zeigt ihr gleich. Es gibt noch zwei zusätzliche Maps, die fast gleich groß sind. Ja, sind schon kleiner, aber auch sehr groß. I was neat. Was? Man erkennt es auf grün, ist aber anstrengend. Habe ich nicht letztens einen... Ah, ich habe letztens, als ich durch mein Home gegangen bin, habe ich ein Lavita gesehen und war kurz so, warte, ist es shiny? Ah, nee, in meinem Schwarz-Weiß. Als ich Latios und Latias gefangen habe für die Megasteine, habe ich kurz durch den Pokédex gescrollt, um zu schauen, ob ich die Latias und so schon habe. Und scroll an so einem Lavita vorbei und denke mir mal, warte mal, was? Das ist shiny. Warum habe ich ein shiny Lavita im Pokédex? Und es ist echt so, dass man denkt so, ist das shiny? Ja, es ist shiny. Aber es ist schon anders, aber es ist ein bisschen ähnlich. Und ich hatte ein shiny Lavita wegen dem Geheimgeschenk. Da gab es shiny Lavita in Schwarz-Weiß. Ja, das ist, ich dachte auch, sie werden Kindwurm und Lavita aufteilen auf die Versionen, aber es gibt Lavita und Kindwurm-Ausbrüche in einem Spiel. Schon ein bisschen nett. Leo sollte mal eine Tierlist zu allen Pandiformen machen. Ich mache einfach alle in F, außer das, was keinen Punkt hat. Das ist S-Tier. Kann Weherba bitte nicht hier sein. Das ist nicht shiny, ich sehe es von hier, Galagladi. Ich habe mein letztes bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich fände es cool, wenn du wieder mal ein Shiny Race oder so machen würdest. Okay. Freut mich, dass dir die gefallen haben, die ich gemacht habe. Aber es gibt nicht genug
Pokémon oder Shinies. Wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommt vielleicht. Habt ihr auch so viele Hoffnungen in Legends ZA? Nein. Du solltest nie Hoffnung haben. Die Hoffnung stirbt zuerst. Was passiert eigentlich, wenn man da daneben steht? Nix. Meine Shinies werden gelöscht. Warum willst du meine Shinies löschen? Genau, anders. Wir machen ein Shiny Race, aber im Sinne von, wer verliert, muss seine Shinies löschen. So, du huntest quasi die Shinies, die du behalten darfst. Spiel doch mal einen Shiny Only Run. Das macht mir keinen Spaß. Das, wenn ich von einem Voltball getroffen werde, werden meine Shinies gelöscht, genau. Beast, dankeschön. Dankeschön für 8 Monate. Das Problem am Shiny Only Run ist, dass die Stories immer noch gleich bleiben, ja. Ich will vor allem nicht Sachen machen, die alle ständig machen. Ich habe das Gefühl zwar, dass das die Leute sehen wollen. Mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das. Meine Antwort ist, ich habe das schon gemacht und alle anderen machen das ständig. Ich will keine Sachen machen, die alle anderen ständig machen. Ist das für euch nicht langweilig, dauernd Leuten zuzugucken, wie sie Shiny-Only-Runs machen und Shiny-Races und Shiny-Hunten? Man muss doch was Neues machen. Neue Sachen erfinden. Push the limit. Nee, wie heißt's? Move the border. Nee, was? Sagt er, während er Shiny huntet. Ja. Ich sag ja, warum guckt ihr zu? Ich hinterfrage das ja. Shiny Only Run finde ich auch ziemlich langweilig. Es ist halt. Also. Es ist halt einfach nur Shiny Hunten. Nur, dass du, wenn du ein Shiny findest, 10 Minuten weiter das Spiel spielst. Und dann ist die nächste Shiny Hunt. Und je nach Spiel dauert es halt ewig. Oder hier würde es halt sauschnell gehen. Hier habe ich es ja gemacht in. Im zweiten DLC habe ich das ja hier gemacht. Da habe ich nur Shinies gefangen und dann durchgespielt. Was sehr schwer war, weil dieses zweite DLC echt ein bisschen knackig ist, wenn man da mit neuen Pokémon ankommt. Und in alten Spielen ist es halt, wenn du 1 zu 8000 hast, dann sitzt du halt da einen Monat. Bevor du 2 Stunden weiterspielen kannst, dann sitzt du wieder einen Monat da. Also ein Shiny Race bzw. Shiny Bingo ist das, was so viel Spaß gemacht hat. Ein Shiny Bingo wäre cool nochmal zu machen, aber dafür brauche ich halt ein Spiel, was neue Shinies hat. Aber das wird echt krass eigentlich. Wenn ich dann irgendwann alle Shinies habe, dann kann ich sowas. Also dann. Es macht mir halt keinen Spaß, Shinies zu jagen, die ich schon habe. Warum denn hier keine? Deswegen irgendwann wird's eng mit denen. Dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ich habe tatsächlich was ich machen will. Hat das ein cool Level? Wenn durch einen technischen Fehler alle deine Shinies verloren gehen würden, würdest du dann nochmal neu anfangen? Nö.
Wenn ich nicht daran schuld bin, sondern irgendein technischer Fehler wie also der Nintendo oder Pokémon schuld ist, dann würde ich mir alle, die ich bereits habe, ins Spiel reincheaten. Das sehe ich doch nicht ein. Diablo 4? Hatte Diablo 4 ein cool Level? Stimmt, Lurky macht nicht mehr die Pokémon-Emotes, sondern Q-Emotes. Da ist eins. Es ist schon grüner. Es ist schon leicht dezent grüner. Süß. Vor allem auf dem Bauch muss mal gucken. Das muss ja auch in denen, oder? Wobei Despotar. Was ist Despotar? Einfach auch grüner, gell? Ist alles relativ ähnlich. Warum sieht man es schlechter, wenn es sich nicht bewegt? Was? Ist doch gar nicht so, was? Achso, auf Wiese sieht man schlechter. Ja, ja. Klar sieht man es auf Wiese schlechter. Aber das wäre schon gegangen. Sieht man ja gar nicht. Brauche ich jetzt zwei? Ja, ich brauche zwei. Okay. Benji, dankeschön für dein Raid. Hallo. Dankeschön, Benji. Jetzt weiß ich gar nicht, bei wie viel ich bin. Aber ich speichere mal. Ich glaube, ich sollte genug haben. Pokémon Company auf Schadensersatz verklagen. Das habe ich immer gesagt, dass ich das machen werde. Vor allem, wenn... wenn Home quasi gelöscht wird oder sowas. Aber du hast halt keine Chance, glaube ich. Hallo Rosa. Ja, mach das, mach das, mach das, mach das. Marco kauft auch Summer Breeze Karten. Die haben ein neues System. Ein komisches neues System haben die. Bank ist schon eine Frechheit. Naja, bis jetzt ist Bank nicht eine Frechheit, weil sie Bank nicht gelöscht haben bis jetzt und bisher noch nicht vorhaben. Hab schon kaufen lassen. Oha, schau, ich lass auch kaufen. Shrek, dankeschön für 10 Monate. Du bist bei 338 Shinies. Das ist aber sackenviel. Ich habe übrigens einen Schlurm gefunden. Hey, das brauche ich noch. Ich brauche noch einen Schlurm mit meiner OT. Nice. Dann haben wir heute am Ende des Tages 7 neue Shinies. Und das kommt in den Tauchball. Geil. Schau, über sowas freut man sich viel mehr, weil man... Weil das ist... Also, Schillerpin Full Odds. Wobei, plus... Ist mein Rezept noch am Wirken? Eiskalter Eistee. Warte mal, Bartfratze. Warte mal. Heißt du jetzt Jackies erst? Heißt du Bartfratze wegen... Ich heiße nicht Bartfratze. Ich heiße Bartfrasé. Jetzt erinnere ich mich erst. Das ist Französisch. Ich heiße Bartfrasé. Wie ist das auf Englisch? Bart Beardface? Kannst du drin bleiben? Ich hoffe, Bank bleibt uns noch lang. Ja, ich auch. Aber selbst wenn Bank dicht macht, wird es immer einen Weg geben, dank Modding, dass du diese Pokémon auf dein Home bekommst. Aber es ist blöd, ja. Es wäre blöd. Es wird blöd. Ja, soll eine Anspielung sein, aber ich bin selber auch eine Bartfratze. Quasi doppeldeutig. Sehr nice. Ich habe die Stelle mal geliebt in Scrubs. Hey Bartfratze, das ist Französisch und heißt Bartfrasé. Benji mit der Twitch-Frage. Würdest du im Multistream empfehlen als kleiner Streamer? Sag mal, macht Schlurm die Augen... Schlurm macht die Augen nicht zu...
Achso, nee, die Punkte sind leichte Schlitze jetzt. Okay, quasi das Auge ist die Pupille. Das wäre wie, wenn wir unsere Pupille schließen würden. Hat das irgendwie eine schreckliche Catchrate? Ja, es hat eine schreckliche Catchrate. Hallo Nightwave. Dann mache ich halt Trugschlag. War die Frage dumm? Nö, 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 nö. Warte nur, warte nur. Ich muss hier kurz aufpassen. Die Frage stelle ich mir täglich. Es ist inzwischen technisch halt so möglich. Als ich vor 5 Jahren angefangen habe zu streamen, da durfte man nicht mal Multistream und technisch war das super schwierig. Inzwischen kriegt man das alles hinterhergeworfen. Du brauchst nur viel Internet. Viel Upload brauchst du. Nice. Warte, war das jetzt ein Rezept-Shiny oder keins mehr? Also hier steht, dass ich nichts mehr aktiv habe. Ich hole mir jetzt auch nichts mehr. Es könnte sein, dass das ein Schillerpin-Schlurm war, ohne irgendeinen Bonus. Multistreaming kann nur vom Vorteil sein. Also du, so wie bei vielem, ne, du hast keinen Nachteil davon. Deswegen, wenn du technisch die Möglichkeit hast, das zu tun, dann tu das. Bedeutet halt, dass du jedes Mal, wenn du einen Stream hinzufügst, brauchst du nochmal so viel Upload. Ja, wenn du 8000 Upload brauchst für einen Stream und du machst das Ganze auch noch auf YouTube, brauchst du 16.000. Natürlich gibt es Services wie Restream, die das für dich übernehmen, sodass du nur einmal auf Restream uploadest und die teilen das für dich auf. Aber qualitativ und glaube ich auch günstiger und halt je nachdem, was du alles machen willst, ist es besser, wenn du OBS so einstellst, dass du einfach auf all die Sachen streamst mit der bestmöglichen Qualität. Was auch inzwischen OBS bzw. Twitch einfach einstellen lässt. Das ist voll krass, was es da inzwischen alles gibt seit den letzten Monaten. Weil Multistreaming halt jetzt von Twitch erlaubt wird, ist da die Technik ist da so weitergegangen, ist krass. Ich habe das auch alles probiert, ne? Probier's einfach. Ich mach's noch nicht, weil es wirklich anstrengend ist. Weil du hast mehr technische Sachen, die schieflaufen können, weil du auf mehreren Plattformen gleichzeitig bist und jede Plattform hat eigene Einstellungen, eigene Schwierigkeiten, Leichtigkeiten, was nicht alles. Und jedes Mal den Stream zu starten, ist schon um einiges aufwendiger, weil du überall nachgucken musst, bin ich hier live? Ist hier alles richtig? Ist hier Copyright? Warte mal, aber hier muss ich den Ton da laufen lassen, da muss ich ein Profil dafür erstellen und so weiter. Es ist halt. Das sieht shiny aus, ist es aber nicht. Es wird halt alles logischerweise komplexer, weil du sehr viel mehr Schnittstellen hinzufügst, die alle Fehler haben können. Das war schon mal nervig. Aber du kannst ja inzwischen auch horizontal und vertikal gleichzeitig streamen. Weil du auf YouTube auch jetzt hochkant streamen kannst, so wie auf TikTok und Instagram. Ja, du könntest überall Querformat und Hochformat gleichzeitig streamen auf jeder Plattform. Was nur ein Vorteil hat. Ne? Der Vorteil ist, dass dich mehr Leute finden können. Aber für mich war das einfach so krass komplex, dass es mich mehr genervt hat, als dass es. Also, das kann man schwer vergleichen, weil natürlich sollte man alles machen, was einem was bringt. Aber es war es mir irgendwie nicht wert vom Gefühl her, weil es ist so technisch am Anfang nervig, jedes Mal den Stream zu starten. Dann stimmt eins nicht und dann musst du da gucken. Und du musst auch noch alle Chats reden. Du musst für jeden Chat einen Moderator finden. Der Moderator, die Moderatoren müssen das alles gleichzeitig checken. Und zum Beispiel, ich habe auf YouTube und Twitch oft gleichzeitig gestreamt. Und auf YouTube, und deshalb haben hier die Zuschauer auch gemerkt, auf YouTube kamen nur Vollidioten, die mich genervt haben. Kinder, sei es, dass es Kinder sind, die mich genervt haben, oder sei es, dass es wirklich
Arschlöcher waren, die einfach nicht wissen, wie man sich verhält und einfach Drecksäcke waren. Und da bist du ständig am Diskutieren, am Bannen und dann denke ich mir auch so, warum soll ich auf YouTube streamen, wenn ich einfach nur eine schlechte Zeit da habe? Aber solltest du es tun? Ja. Deswegen probier es aus und schau, wie aufwendig das für dich ist, wie sehr es dich stört. Vielleicht ist es ja mega einfach. Schlimm, diese Vollidioten, ja, ne? Schlimm, diese Idioten, die so voller Idioten sind. Wie definierst du denn Kinder? Menschen, die mich nerven. Du kannst auch mit 30 ein Kind sein. Und weil du das geschrieben hast, scheint es so, als wärst du ein Kind. Was vollkommen okay ist. Es gibt halt, sage ich nicht Kinder, sondern sage ich kindisch. Wenn du dich kindisch aufführst, dann bin ich halt, ne, warum soll ich das aushalten, wenn du dich kindisch aufführst? Warum erscheinen so wenige? Hallo. Digi digi hole. Digi digi hole. Bei dir gibt es keine Labita Outbreaks, dann spul einen Tag vor. Das kann nicht sein. Bei dir sollte es auch welche geben. Ist halt random, welche erscheinen. Verox kennt Digi Digi Hole. Ja, nächstes Jahr kommen Windrose of Summer Breeze. Und Rosa freut sich sehr. Ich werde hinten stehen und mir jedes Kommentar verzwicken. Verzwicken. Kennst du das Original? Das Original von Digi Digi Hole? Wie, es gibt ein Original? Möchtest du auch mal das neue System erklären? Was? Wenn du Popo hast, bekommst du Kind vom Outbreaks. Leute, lügt doch nicht so, ohne es zu wissen. Ihr kleine Lügenbolde. Lavita, Kindwurm, Kindwurm. Lavita. Also wenn du Kami-Ding hast, dann kommt das eine. Und wenn du Popo hast, kommt das andere. Vielleicht einmal kurz die Konsole selber anmachen und überprüfen, wa? Bevor hier die Fake News wieder verbreitet werden, ist ja unfassbar. Windrose haben sie nachgemacht von Yogscast. Nachmacher. Wieso ist das Event bei mir nicht? Digga! Hab ich dir doch gerade gesagt. Spul einen Tag vor. Ich habe nur die Hälfte des Pokédexes. Wie hast du den so schnell vorbekommen? Vollbekommen? Skill. Skill. Wie hast du den so schnell vollbekommen? Erstmal, das Spiel ist seit 2 Jahren draußen. aber ja, ich hatte ihn, glaube ich, nach einer Woche voll. Aber weiß ich, es klingt halt abgehoben, wie ich das jetzt erkläre, aber es ist unfassbar einfach, den Pokédex hier voll zu machen. Du läufst rum, siehst ein Pokémon und fängst es. Dann läufst du weiter rum, siehst ein anderes Pokémon und fängst es. Und das machst du 400 Mal und dann hast du alle Pokémon. Ich glaube, es war noch in keinem einzigen Pokémon-Spiel so einfach wie in diesem. Und in Schwert und Schild war es schon sacken einfach und hier wurde es noch einfacher. Du läufst rum und fängst alle Pokémon. Okay, wenn bei euch gar keine Event-Outbreaks kommen, dann solltet ihr einmal das Event überhaupt starten. Poképortal, Geheimgeschehen, wie heißt es? Online abrufen, Tagesding, News abrufen, Neuigkeiten abrufen. Wählt ihr nichts drauf ein, sogar ich habe den voll und das habe ich vorher noch nie geschafft. Eben, ja, ich sage ja nicht, dass das ist nicht schwierig. Aber vielleicht klingt es für manche so, als ob man so, als ob das so einfach wäre. Es ist einfach. Das Einzige, was vielleicht nicht einfach ist, wenn du kein Online kaufst, also wenn du nicht den Online-Modus kaufst für, was ist das inzwischen? 14 Euro im Jahr? 14 Euro im Monat? Nee, im Jahr, oder? 20 Euro im Jahr?
Dann wird es halt schwierig, die Pokémon zu kriegen, die exklusiv im Spiel sind. Aber selbst wenn du online hast, gehst du einfach online und holst dir mit Wundertausch all die Exclusives und fertig. Ich habe letztens wieder angefangen, seit einem Jahr. Na dann lauf rum und fang Pokémon, bis du alle hast. Toasty, du bist ein Koloval. Nee, wie heißt es davor? Koloval ist es danach. Flanival. Und Mauri, du bist ein Ordoch. Warum gehen? Was sind denn Announcements? Du kannst Announcements machen. Und wo stehen die jetzt? Sind die oben angepinnt? Nee, was ist der Unterschied zwischen einem Announcement und einem angepinnten Kommentar? Was soll man machen, wenn man schon alles hat, alles in Kapu? Schwert und Schild spielen, BDSP spielen, Legends Arceus spielen. Du hast bestimmt nicht alles in Legends Arceus. Gen 1 spielen, 2, 3, 4, 5. Das neue Wukong spielen. Ich habe gehört, dass Fortnite ganz gut sein soll. Das ist eine markierte Nachricht. Ja, okay. Ich glaube, diese Lavitas sind nicht Ausbruch. Die Spider-Man-Reihe spielen. Okay. Hallo Penny. Das normale sind 20 Euro für ein Jahr. Was eigentlich echt okay ist. Und inzwischen ist da ja auch ein ganz gutes Angebot mit dabei. Ich meine, für PlayStation zahlt man, je nachdem, zahlt man irgendwie jetzt 100 Euro im Jahr. Aber da kriegt man auch um einiges mehr als hier bei Nintendo. Kann es sein, dass ich vielleicht doch wieder das Level 1 mir holen soll? Kamisino und Purpur habe ich keine Geduld. Das Schlurm hat alles kaputt gemacht. Das Schlurm hat mir jetzt so viel Glück gebracht, dass jetzt ist das Glück leer. Was kann man in Legends alles haben? Einen vollen 100% Pokédex, was mehrere hundert Stunden dauert, bis du das hast. Also jedes Häkchen im Pokédex. Was ich noch machen will, bevor Saar rauskommt. Hast du das überhaupt? Nö, aber du hast gefragt, was du machen sollst, nicht ich. Ich kenne aber viele, die das haben, also es ist jetzt nicht unmöglich. Und ich hätte es eigentlich machen sollen, als das Spiel neu war. Nur jetzt machen bringt nichts. Ich muss warten, bis es relevant ist. Und es wird relevant sein, kurz bevor Saar rauskommt. Ich shiny hatte gerade Bomi und mache nebenher Decks voll. So ein tolles Spiel. Ich habe ja auch in Legends Arceus Bomi gehuntet. Und es geht eigentlich ganz gut. Es ist jetzt keine nervige Hunt. Also nervig wäre sie in BDSP mit den mit Honigbäumen und sowas. Aber in Legends Saar. In Legends Arceus machst du halt einfach den Pokédex-Eintrag voll und dann fliegst du über alle Bäumchen. Und so habe ich fast alle gekriegt. Heal auf 100% bringen. Ey, das ist voll geil. Jedes Mal, wenn ich was geshiny-huntet habe und dafür den Pokédex-Eintrag voll gemacht habe, hat es echt Bock gemacht. Abra war voll gemein. Was war an Abra so gemein? Erstens, dass es immer flüchtet. Und dann muss man irgendwie sechs winzige Versionen fangen, was auch ewig gedauert hat, weil die Hälfte irgendwie dauernd wegteleportiert ist. Und dann hier, Zubat habe ich zum Beispiel nicht gemacht, aber bei Zubat ist doch irgendwie, oder habe ich Zubat gemacht?
Zubat ist so, fange 50 Zubats untertags. Was früher nervig war. Was inzwischen ganz gut geht, weil es Zubats-Ausbrüche gibt. Oder halt Massenausbrüche. Damals konntest du quasi... Wie hat man es damals gemacht? Man musste eigentlich hoffen, dass man so einen einzigartigen Ausbruch von Zubat findet. Und dann konnte man Zubats untertags fangen. Oder ich glaube, wie andere das gemacht haben, ich erinnere mich, ist, dass du in den Kampf gehst mit einem Zubat und dann so lange in dem Kampf stehst, bis Tag wird und dann fängst du es. Und das musst du halt so oft machen, dass das, glaube ich, sehr nervig ist. Versuch mal Elite Bomi zu finden. Ich glaube, als ich Shiny Bomi gesucht habe, habe ich 5 Elite Bomis gefunden. Also das ist jetzt nicht so... Für mich war es nicht schwer, weil ich habe das Shiny gesucht. Da wirst du ein paar Elite finden. Weil Bomi gibt es nicht als Massenausbruch. Bomi kannst du nur im Baum finden. Das heißt, du wirst irgendwann das Elite finden. Hallo Reggie Rock. Hallo Mintstern. Okay, wenn du das nicht hast, dann dauert das ja ewig. Natürlich dauert das ewig. Du musst jedes einzelne von den 240 Pokémon auf maximal bringen. Und das ist auch sowas Gemeines wie Porygon, was du erstmal finden musst in einem hier Time-Spalt. Distortion. Time Distortion. Zeitverzerrung. Hallo Sam. Ja, Bart Fratz, ich sag auch immer, dass Legends Arceus ist das beste Switch-Pokémon. Du hattest gerade mit der Dexnuff-Methode in Alpha Saphir. Viel Spaß. Die Frage ist aber, welches Pokémon suchst du? Ich habe gerade mal gesehen, dass ich nicht mal den Dex durch habe. In Legends Arceus? Shame. Shame. Ich brauche eine Glocke. Shame. Dann hast du ja noch nicht mal Arceus. Weil du kannst nur Arceus haben, wenn du jedes Pokémon hast. Dann hast du nicht mal den Schillerpin. Hallo Migiwara. Das wird mit U geschrieben, aber... Mugiwara. Bestes Pokémon-Spiel ist ja wohl Pokémon Pinball. Auch. Andere Liga. Ah ja, was ich erzählen wollte. Das ist jetzt eigentlich viel zu spät, aber ich würde gerne die Pokémon Olympics machen. Ich sollte auch euch nicht so viele Ideen von mir erzählen, weil meistens mache ich es nicht und dann sagt ihr, wann machst du das? Ja, gar nicht. Ich würde gerne die Pokémon Olympics machen. Und zuerst hatte ich mir gedacht, quasi, da ist es. Okay. Was das? Oh komm, das kannst du dir jetzt doch denken bei dem Namen schon. Was sind wohl die Pokémon Olympics? First try. Verdammt. Luff. Hier wird keine Streak verpasst. Hallo Michi. Herzlichen Dank für deine Videos und Tutorials für Streamer. Wollte mich endlich mal persönlich bedanken dafür. Menian. Dankeschön. Wo kommen zurzeit die ganzen Leute her, die deswegen vorbeischauen? Es ist schon lange her, dass so oft Leute gekommen sind und irgendwas zu meinem alten Content gesagt haben, weil ich mache das ja nicht mehr. Und jetzt auf einmal seit 3 Streams reden wir ständig über das Streamen, weil Leute von damals wieder hervorkommen. Gehen irgendwie meine Support-Videos gerade steil auf YouTube oder was? Meine Videos schaut immer wieder gerne. Dankeschön. Okay, lass mich kurz zum nächsten Ziel gehen. Also vorhin die Person gesagt hat, die Karte ist groß. Erste Karte. Zweite Karte. Was haben wir hier eigentlich? Ah ja, Viscora. Ne, ich mach zuerst Tanhell. Eigentlich muss ich... Ich will nicht in den Wald. Der Wald ist so laggy. Aber ich will halt
Das Hisui. Dann muss ich es einmal weniger entwickeln. Was jetzt auch nicht der größte Aufwand ist. Eigentlich ist hier oben am chilligsten. Hier, der Wald ist doch auch super laggy gewesen. Und da ist überall hohes Gras. Ne, ich mach hier. Spirit. Ungeduldig. Du bist ein Schlickdri, Schlick da. Die habe ich heute gesehen. Also echte. Themawechsel nämlich. Ich bin heute spazieren gegangen. Also ich habe mir einen Kaffee geholt. Und dabei bin ich, also hier am Meer ist halt Ebbe und Flut, ne? Kennt ihr vielleicht das System? Und ich gehe immer raus, wenn Ebbe ist, weil dann kann ich komplett übers Meer einfach laufen, wie Moses und seine Jünger. Oder wie heißen die? Gefolgsleute. Nur, dass niemand mir folgt. Und dann sind so kleine Löcher im... sind so kleine Löcher im Boden. Und die werden von kleinen Schlickdas gemacht. Also die echte Version von Schlickda. Wobei, das sind nicht genau die. Ich glaube, die echte Version von Schlickda, die sind wirklich im Meer tief bei so Korallen. Okay, man sieht die echt nicht. Auf Grau sieht man die nicht so gut, aber das Shiny würde man gut sehen, glaube ich. Was bin ich? Gar nix. Nix bist du? Eine Enttäuschung? Nein. Ich weiß nicht, was du bist. Gott, bin ich blind? Würdest du beim Origin Deck Salga 10% Form eigentlich zu XY machen oder Sonne und Mond? Das gehört zu Sonne und Mond, weil die 10% Form erst in Sonne und Mond eingeführt wurde. Ist ein Thema in meinem Video. Oh Gott, ich habe das gar nicht gesehen. Warum sieht man die nicht? Auf Rasen sieht man es besser. Aber ich habe keins auf Rasen. Oder? Aber hier ist es wahrscheinlich noch besser. Hier ist dunkler. Ich habe halt echt keins auf Rasen. Ich gehe mal dahin. Ein Röhrenwurm im Wasser. Ja. Ist ja gut, Mr. Biologie. Mit deinen Origin-Dex-Videos hast du mich wieder in den Bann gezogen. Mach die letzten Wochen fast nichts anderes mehr. Sehr gut. Zerstöre dein Leben wegen Pokémon. Sehr, sehr gut. Das ist mein Plan. Wenn es doch nur alle machen würden, dann könnte ich endlich die Weltherrschaft an mich herreißen. Dann bist du Missing No? Okay. Einfach aussuchen, gell? Einfach die Spielregeln nicht beachten. Na gut. Nach oben zurückkehren. So falsch bin ich auch nicht gefallen. Okay, hier. Das ist doch cool. Das ist doch schön hier. Eins. Olympische Spiele. Die erste Idee war, dass ich sage, jede Gen ein olympisches Spiel. Also zum Beispiel, ich habe 4 Teilnehmer. Und sage dann, Gen 1, fange ein Tauros, Chanera oder, was war das dritte? Tauros, Chanera oder? Kangama, fange ein Tauros, Chanera oder Kangama in der Safari-Zone. Zweite Disziplin, fange Sichlo oder Pinsir im Käferturnier in Gen 2. Oh, warte, ich muss sie wegtun, das wird nervig. Dann war es halt immer so, okay, also was ist quasi besonders in jeder Gen? Und das ist dann quasi die Herausforderung, das olympische Spiel. Dann habe ich aber echt Probleme gehabt, in den verschiedenen Gens was zu finden, was irgendwie cool ist. Und da dachte ich mir, wäre es nicht einfacher, wenn man das einfach alles in Karmesin und Purpur macht. Also zum Beispiel... 10 Disziplinen. Eine ist, ihr startet bei einem gewissen Punkt und man muss am schnellsten zu mir kommen. Also ein Rennen quasi. In so einer, halt so zu viert
Oder zu dritt ist es ja dann bloß, weil man kann zu viert sein. Das heißt, man hat nur drei Teilnehmer, weil einer bin immer ich. Oh, schade. Und ja, zum Beispiel müssen wir dann durch die Map laufen und wer als erstes bei mir ist, hat gewonnen. Andere Sache wäre noch, was hatte ich noch? Ah ja, wer als erstes ein seltenes Fatality findet, hat gewonnen. Dann das dumme Olivenspiel. Wer am schnellsten das Olivenspiel abschließt, hat gewonnen. Oder man macht zweimal drei Teilnehmer. Ja. Das könnte man machen, quasi so in... Weil drei ist irgendwie ein bisschen wenig, oder? Dann hast du ein Treppchen von drei. Es muss doch wenigstens drei Leute geben, die nichts gewinnen. Hey, Drarot. Ich arbeite für Team Rocket. Warum? Weil ich Viskoras töte. Du hast verpasst, was dein Ding ist. Ja, du bist ein Ohrdoch, Mauri. Du warst ein Ohrdoch. Ist jetzt natürlich ein bisschen spät, weil die Olympischen Spiele sind vorbei. Das wird um einiges mehr Sinn ergeben, aber während den Olympischen Spielen, naja, war ich am Umziehen und im Urlaub. Oder eigentlich am Umziehen, da genau dann war es wieder vorbei. Aber, keine Ahnung, könnte ich mir eine coole Reihe vorstellen, dass du dir, dass man sich Pokémon-YouTuber, Streamer holt, die die Olympischen Spiele bestreiten in Paldea. Und ich hatte mir 10 Disziplinen schon aufgeschrieben, ich kann sie nur gerade nicht auswendig sagen. Also wenn ihr Ideen habt, nur her. Oder sowas wie zähle, also ich habe 10 Quizfragen. Aber währenddessen musst du dich im Kreis drehen. Also du musst Fragen beantworten, während du dich im Kreis drehst und darfst nicht aufhören. Wenn du aufhörst, stelle ich nicht mehr Fragen. Und wer als schnellstes am meisten Fragen beantwortet, gewinnt. So, na, du kannst super viel damit machen. Das Spiel hat ja echt, allein im Synchro-Modus. Keine Ahnung, so, fange einen Sonnenkern und... Oder man sagt einfach... Aber ja, fange einen Sonnenkern und dann machst du ein Rennen im Synchro-Modus mit den Sonnenkernen. Und ich weiß nicht, ob Sonnenkerne schnell sind, aber ich glaube, Sonnenkerne sind sehr langsam. You need a Gligar. Go catch it. There is one. Go catch it. Was ist mein Spirit? Bro, Nightwave. Haben wir nicht vorhin darüber geredet? Hast du schon mal dich umgeguckt und vielleicht dir überlegt, wie das geht? Wie soll ich dir sagen, was für ein Spirit du bist? Ich extra, weil ich Angst habe, dich umsonst anzumaulen, gucke ich nochmal die Zettel durch. Stehst du da? Nein. Wie soll ich, was? Das mit den Donations und Zeit abgezogen und so war ja ganz lustig. Aber ich will doch nicht immer das Gleiche machen. Und das war lustig, ja, aber es war auch nur lustig, weil sacken viele Leute Geld in diesen Stream reingepumpt haben und eigentlich will ich das nicht. Es fühlt sich auf der einen Seite nämlich, es fühlt sich lustig an und am Ende habe ich ein cooles Video und es hat Spaß gemacht, aber am Ende fühlt es sich echt scheiße an, dass Leute einem buchstäblich 1000 Euro geben dafür, dass du Shinies jagst. An einem Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass Leute das machen. Und wenn ich das ein zweites Mal mache, werden es erst recht Leute nicht machen. Und es fühlt sich nicht sehr cool an. Habe ich... Kam schon die Nachricht? Ich speichere mal. Fast verschwunden. Oh mein Gott, ich habe wieder exakt im richtigen Moment gespeichert. Beziehungsweise zu spät.
passiert eigentlich, wenn man das... Okay, fliegen macht's nicht einfacher. Kann ich irgendwie im Kreis? Nee, nee, nee. Doof, doof, doof. Ich brauche nur eins, oder? Nur noch ein Tanel und ein Viscora. Und was machen wir dann? Ja. Die Bundesleo-Spiele. Ich dachte zuerst Poke-Olympics. Aber Poke-Olympics ist eigentlich doch besser als Poke-Olympics. Und aber eigentlich sind die Bundesjugendspiele die Bundespokespiele. Nee, das klingt auch komisch. Bundesjugendspiele. Warum heißt das eigentlich Bundesjugendspiele? Klingt so, als ob man irgendeinem Bund beitritt. Gibt's schon mal jemanden, der Cap-Off eingelöst hat? Das passiert ständig. Und da ist es. Leo Olympics. Ja, da wird es ja um mich gehen. Es geht ja nicht um mich. Wobei man so brandet, ne? So wird sich keiner trauen, es nachzumachen. So, wie war das? Was für ein Ball war das nochmal, der so wirklich perfekt dazu passt? Eigentlich Heilball, ne? Ja, Heilball passt so geil perfekt bei diesem Tier. Sieht Viscora immer noch so aus? Weil ich glaube, Viscogon kriegt auch nur die braune Schale. Und dann sieht es nicht mehr so gut aus. Heilball? Ja, aber Viscogon sieht nicht mehr so aus. Wir machen ein Viscogon draus. Ja, Viscogon kriegt einfach nur einen braunen Panzer. Ist so schade. Viscora und sowas, die sind richtig geil mit diesem Gelb. Ja, und dann Hisui kriegt einfach nur ein braunes Schneckenhaus. Was passt denn jetzt zu einem braunen Schneckenhaus? Es gibt nicht mal so einen langweiligen braunen Ball. Safari-Ball, aber ich gebe doch keinen Safari. Nee, das passt nicht. Er müsste braun-lila sein, der Ball. Also machen wir Luxusball. Wenn kein Ball passt, ist immer die Frage Luxusball, Premierball oder Pokéball. Nope. Ah, das ist ja das Normale. Okay. Aber ich handel vorausschauend. Mach sie alle im Premierball. Zu spät. Das ist scheiße. Das Viscora ist weit über dem MHD und ist schlecht geworden. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich schätze, es ist Säuregehalt oder sowas. Es gibt keinen Hisui Viscora. Korrekt. Ejo. So, jetzt muss ich genau gucken, wie ich was entwickeln muss. Wir brauchen... Popitar und Despotar.
Richtig, Lurky. Warum glaubst du, dass ich das nicht vorhabe? Bam, 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 bam. Popita ist irgendwie Level 40 oder sowas, so richtig krank. Okay, auch vielleicht nicht. Despotar ist Level 40 vielleicht? Ich habe mir heute Vormittag 4 Hisui-Schnecken gefarmt. Ja, aber ich wollte nicht in den dummen Wald. Warum soll ich mir die Viscagots farmen, wenn ich mir auch die normalen farmen kann? Man könnte natürlich auch Viscora in PLA handeln, aber nein. Das ist viel schwieriger im Moment. Deswegen machen wir es doch hier, weil es hier gerade so einfach ist. Welches Level ist Despotar? 48? 50? 55? Aber macht mehr Spaß. Hier geht's auch lange nicht mehr um Spaß. Lame. Aber eigentlich ganz cool, dass der mittlere Teil ist lila, das was Pupita ist. Es ist quasi aus dem Pupita hat sich's rausgestülpt. So, bei Kindwurm glaube ich das gleiche, ne? Kindwurm brauche ich noch, ja. Erstes, zweite. Draschel und Brutalanda. Gott, Brutalanda ist glaube ich noch mehr, Level 60 oder sowas. Wie hast du so viele Bonbons bekommen? Ich habe das Spiel gespielt. Ich habe 700 Stunden in dem Spiel. Wenn du so viel spielst, dann hast du um einiges mehr Bonbons. Ich habe schon sehr viel ausgegeben. Ich hatte an einem Punkt mal XL, L und M auf 999, glaube ich. Ich entwickle jedes Pokémon, was ich jemals fange in diesem Spiel. Deswegen habe ich schon lange keine... Nicht mehr so viele Bonbons. Hi, Nightwave. Es ging auch mal darum, nicht immer den leichtesten Weg zu nehmen. Ja, bei besonderen Pokémon. Ich nehme immer den leichtesten Weg. Wenn ich bei jedem Pokémon den schwierigsten Weg nehmen würde, dann... So schnell entwickelt sich Brutalanda? Despotar entwickelt sich später? Krass. Wenn ich immer den schwersten Weg nehmen würde, dann... würde ich niemals mein Ziel erreichen. Deswegen gibt es ja die besonderen Hunts wie Wailord und... die Legis und Sweeps und... Kolosseum und sowas. Okay, dann gehen wir rüber in unser Lieblingsspiel. Moment, ich brauche immer noch Tanhell. Ah, ich habe Tanhell fast vergessen. Ich glaube, bei Tanhell brauche ich Metang. Ja, Metang. Welcher Ball ist Metang? Luxusball, oder? Happens, du bist doch Profi. Du bist doch Tanhell-Profi. So, hier sind ein paar... Oh, hier, es könnte ganz geil sein. Krass, ist echt nichts anderes hier. Auf dem Wasser, nervig. Wenn die in der Höhle sind, ich glaube, die sind nicht in der Höhle. Die Höhle ist hier. Ich glaube, hier ist keine Höhle. Ich gehe mal da an die Wand. Kann sein, dass da zu wenige sind.
Premierball, weil er weiß ist, aber der ist Silber. Jetzt will ich eigentlich nachgucken. Ich kann in Home nachschauen. Was für Bällen habe ich bisher? Home. Tunnel Love. Oh yeah. Mal gespannt, wie ich 20 Minuten lang, 5 Minuten suche und 20 Minuten lang das Pokémon fange. Aber hier können wir jetzt endlich Spaß haben. Komm raus. I am here to kill. Ah, du bist shiny. Nein. Das wäre jetzt geil gewesen. Ey, die sehen voll shiny aus. Im gewissen Winkel. Ah, ich habe Angst. Schau mal, das sieht shiny aus. Das sieht wirklich shiny aus. Aber ist es nicht. Ah, das ist voll scheiße. Jetzt habe ich Angst, dass ich Shinies umbringe. Okay, ich muss echt erst sicher gehen. Die. Man erkennt es gut. Ja, aber guck mal, das... Je nachdem, wie die... Schau mal, das so... Das sieht aus wie ein Shiny. Kannst nichts dagegen sagen. Das hier sieht aus wie ein Shiny. Wegen der Reflexion. Und dann auf einmal gehst du drumrum und dann siehst du, dass es keins ist. Aber ja, ich gehe einfach nur mal sicher. Ich habe in dem Spiel ja schon zwei gefangen. Zufällig, glaube ich. Natürlich sieht man die gut. Aber guck mal, so von hinten, wenn es reflektiert, gemein. Ne, also die von hinten sehen wirklich 1:1 aus wie das Shiny. Aber ja, sobald ich ein bisschen mich drehe, sehe ich, dass es nicht Shiny ist. Seit wann freut sich Galagladi so nach jedem Kill? Brrr. Hab aber auch nur ein paar wenige Drecks-Catch-Rate. Mi, 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 mi. Geht schon. Shiny Parasect. Legends Arceus aber, oder? Schnell lauf weg, bevor es dich komplett vernichtet. Ich könnte auch Bomi mit Masuda breeden. Ja, das dachte ich mir da auch immer, aber die Bäume, das finde ich, ich finde die Bäume in Legends Arceus machen recht Spaß. Und BDSP Shiny Breeding macht halt null Spaß. In dieser schrecklichen Steuerung. Man macht Tanhel das Drrrt. Ach, Tanhel macht das Drrrt. Ich dachte, Galagladi freut sich so. Ich glaube, an den Sound werde ich mich erinnern. Lumanda die. Meemurp. Das klingt ein bisschen wie der Zonk des Glumanda. Meemurp. Hallo Red Heat. Ich finde Bäume angreifen auch entspannt. Vor allem du fliegst so gechillt, du hast irgendwann so eine Route drauf und dann fliegst du über die Bäume drüber. Manchmal muss ich dir aber sagen, ich habe es ja auch viel im Stream damals gemacht. Ich bin mir ziemlich... Das ist eins. Ja, oder? Nee, schau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass manchmal Bäume nicht wackeln. Und erst wenn du näher hingehst, siehst du das Wackeln. Weil ich habe schon so oft Bäume, bin über Bäume drüber geflogen. Das ist es. Oh Gott, es ist weit weg. Kannst du... Ja. Wo steht mein Charakter? Ich glaube, das geht. Okay. Das sieht man, weil es hinten Gold ist. Ah, ja.
Die goldenen Dinger. Ich bin so oft über Bäume drüber geflogen, die nicht gewackelt haben. Und dann bin ich irgendwann später wiedergekommen, weil ich die gleiche Route irgendwie nochmal zurückfliegen musste. Und dann hat der Baum gewackelt. Ich bin mir sicher, dass Bäume manchmal noch nicht... Wenn du weiter wegstehst, ist das Wackeln quasi disabled, weil es halt Frames kosten würde. Und deswegen musst du näher rangehen und warten, bis der Baum wirklich wackelt. Das ist mir so oft passiert. Luxus, ne? Aber ich wollte gucken. Home. Wo ist mein Metagross drin? Safe im Luxusball. Safe. Hallo Sophie. Jaha. Wie sucht man in diesem Ding nochmal? Mein Metagross ist im Quickball. Okay. Vielleicht fange ich noch ein Tunnel. Bei Metagross tut schon weh, wenn das im Quickball ist. Ah nee, Quickball ist das Richtige. Quickball ist die einzige, der richtige Ball für Metagross, ich trottel. Aber Metang hat nicht das X, oder? Metang hat kein X. Hat Metang X? Nee, Metang hat so ein Schnurrbart. Metang? Ja, Metang... Metang ist dann einfach Luxusball. In was für ein Ball ist mein Tunnel? Quickball macht tatsächlich Sinn bei Metagross. Ich war schon gerade böse auf mich, aber das ist richtig. Das ist einer der wenigen Male, dass der Quickball stimmt. Mein normales Tunnel ist auch im Quickball. Da habe ich nicht vorausgedacht. Oder ich habe vorausgedacht, aber... Soll ich jetzt alle drei im Quickball fangen? Einfach, weil es lustig ist, wegen... Metagross? Hallo Mina. Ja, meine ungesunde parasoziale Beziehung? Du. Parasoziale Beziehungen sind immer nur einseitig, deswegen brauchst du nicht wir sagen. Dankeschön für dein Tier 2. Dankeschön für dein Tier 2. Da ist der Zettel. Ich fange jetzt Quickball wegen der Ordnung. Was hast du verpasst? Alles seitdem du weg warst. Ach ja, das Pokémon hat Probleme, im Ball zu uns zu bleiben, ne? Und ich habe nur Galagladi. Wie stark ist es? Oh Gott. Ich habe gespeichert. Alles gut. Hier ist heute nichts runtergefallen. Heute ist ein guter Tag. Man muss seine Ansprüche auch sehr niedrig setzen, damit man gute Tage hat. Mir ist heute nichts runtergefallen. Wie? Wie sieht dein Tag normalerweise aus? Das Ding kann doch nur Bodycheck. Und Tackle. Wie bekommt man Spirit? Kanalbelohnung. Du hast hier gerade ein ganzes Glas Kimchi reingezogen. Lecker. Irgendwie will ich doch nicht den Flottball nehmen. Ich nehme Luxusball.
Ich sollte eigentlich noch ein Tanhel fangen, was auch im Luxusball ist. Nur Metagross kriegt den Quickball. Hallo Tom. Ist das Vibrava dahinter auch shiny? Ne, Vibrava ist braun, das ist grün. Shiny Vibrava ist braun. Aber ich guck noch ein bisschen anders drauf. Ne, das ist nicht shiny. Nope. Danke für das Glück. Penny, du bist ein Zoroark. GG. Und Prani, du bist ein Dammhirplex. GG. Übrigens hat mein Vylord-Post auf Twitter peinlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Flo. Wer ist Flo's Kanal? Valerion? Nee, wer ist er? Valerion. Heißt er Valerion? Ich habe gerade einen Dreher, Buchstabendreher. Valerion, oder? Ich glaube, ich spreche den Namen zum ersten Mal laut aus. Valerion? Wo ist der Tackle, von dem jemand geredet hat? Varion! Dankeschön. Hey, wie kam ich gerade auf Valerion? Varion hat mein Vylord-Tweet geliked. Ich gehöre jetzt zur höheren Riege. Bitte, sprecht mich nur noch mit Sir Leosmind an. Er ist mir damals auf Twitter gefolgt, als ich das Shiny Ho-Oh gefangen habe, weil er so ein Fan ist von Kristall. Ich war mir nie sicher, ob er mir weiterhin folgt, weil ich natürlich auch viel, naja, nicht so viel Kristall und alte Pokémon-Spiele poste. Und dann sehe ich heute, dass er mein Shiny Vylord geliked hat. Ich irgendwie so, oh, nice. Und wovon träumst du nachts? Varion. Stehst als nächstes auf seiner potenziellen Teilnehmerliste für Interview. Ja, genau. Und heute haben wir hier Leosmind. Und wir reden über Pokémon. Ich glaube, das wäre nicht sehr interessant für die breite Masse. Ey, easy. Ich hole mir jetzt noch eins, weil ich mag das nicht, dass das eine Tunnel, was ich habe, ein Quickball ist. Soll ich noch weiter killen? Ich sollte noch weiter killen. Warte mal, ich stehe nicht gut. In die Mitte von dem Ding. Mein, das Ding ist ganz schön am Arsch. Sag ich schon. Hallo, The Raft. Hello again. Ich wollte mal fragen, ob man einen guten PC braucht für eine Capture Card. Darüber habe ich gestern mit dir geredet. Erinnerst du dich? Ich habe dich nicht vergessen von gestern. Und ich habe darüber gestern geredet. Für eine Capture Card brauchst du keinen besonders guten Laptop. Du brauchst trotzdem einen gut genug Laptop, um zu streamen. Aber zumindest brauchst du keinen gut genug Laptop, um auf dem Laptop zu spielen. Aber ich kann dir keine genauen Leistungsdaten sagen, die dein PC braucht. Ich habe von sowas keine Ahnung. Keine Ahnung, gib einfach 5000 Euro aus oder sowas. Ich glaube, das reicht. Nein, ich weiß es nicht. Ich krieg sogar BP bei der ganzen Sache. Löst sich weiter auf.
Alles gut, Raft. Ich mache nur Spaß. Was ist das, ein Owei? Weg. Warte mal, was, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ah ja, Twitter, so dumm, ne? Immer wenn Leute sagen, das heißt nicht Twitter, das heißt X. In Zukunft werde ich darauf antworten. Das ist schön, selbst der liebe Elon will, dass wir es nicht mehr Twitter nennen. Aber ich habe letztens gesehen, wenn man auf einen Tweet geht, ich gucke gerade nochmal, wenn man auf einen Tweet geht, zum Beispiel mal seinen eigenen, und man geht dann auf dieses Teilen-Symbol, steht da Link zum Tweet kopieren. Die Website selber hat die Terminologie noch nicht geändert. Zumindest auf der deutschen Website steht immer noch Link zum Tweet kopieren. Aber inzwischen sollte das heißen zum X. Also ich glaube, Tweets werden jetzt auch X genannt und nicht mehr Tweet. Es wäre ja ziemlich dumm, wenn es immer noch Tweet heißen würde. Die URL von Twitter geht immer noch. Ja, aber das wird für immer so gehen. Das ist eine reine Sicherheitsvorkehrung. So wie Amazon, Amazon, Amazin, Amazon, Amazon auch alles geht. Das sind einfach Sicherheitsvorkehrungen, dass man sich trotzdem vertippen auf der richtigen Website landet. Die brauchen nicht sagen, hey, nennt es bitte Twitter. Ihr habt nicht mal auf der Website alle Terminas, das ist Majora's Mask, alle Begriffe geändert, angepasst. Link zum Tweet. Ich glaube, das wurde irgendwann mal definiert als X. Ein Tweet ist jetzt auch ein X. Und man kann X'ten. Was ist reposten? Ich glaube, es heißt einfach reposten jetzt. Was ist, wenn man über repost hovert? Steht dann da reposten oder retweeten? Also geil. Reposten, nee, es heißt reposten, ja. Aber Link zum Tweet. Fast verschwunden. Okay, okay, wir hören ja schon auf. Dann eins zu Metang machen und dann rüber zu Legends Arceus und das kurz auf 1000% spielen. Und dabei ein Viskorga entwickeln. Dafür müssen wir nur resetten, bis es regnet. Was sehr schnell geht. Hier dauert das sehr lange. Anscheinend hat jetzt auch wieder Sibuna, Anubis anscheinend irgendwas herausgefunden über das Wetter. Weil eigentlich ist das Wetter in Kamezin und Purpur komplett random. Aber komplette Randomness existiert natürlich nicht. Deswegen irgendein System muss hinter dem Wetter hier auch stecken. Aber ich habe den Tweet nicht, den X, nicht weiter durchgelesen. Irgendwie hat das Wetter hier auch einen Sinn. Weil wenn ich jetzt Viskogon entwickeln will, dann muss ich so lange an einer Stelle stehen und hoffen, dass es irgendwann regnet. Okay, ich dachte, du bist ein Stein. Sind Rihons nicht immer im Rennen? Ist das nicht dein Ding? Warum rennst du nicht? Guckst du eigentlich nachher noch in das PM7-Event rein? Was ist das? Pokémon 7. Welche 7? Welche, was? Ich kenne nur die Top 4. Bam, bam, dun, 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 dun. Schön Pokémon Go. Der Pokémon-Influencer PM7. Ah, das... Den Namen hast du schon so aufgeschrieben, ne? Ich finde, das ist ein schrecklicher Name für einen Kanal. PM7. PM7. Ja, der, die machen Gen 4 jetzt, ne? BDSP. Johnstone. Ich habe es nur gesehen wegen Johnstone. Johnstone ist mit dabei.
Da ist eins. Too easy. Ich meine, wir sind seit einer Stunde und 40 dran. Ich bin jetzt nicht auch nicht, ich war jetzt auch nicht so fixiert darauf. Warte mal, ich heile dich erstmal. Werden alle in Arceus hunten? Ja, oder? Ich meine, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich bei Gen 3 gehört habe, dass sie alle Gens erlauben. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie wirklich auf Gen 3 sich beschränkt hätten. Klar hätte das dann lange gedauert, aber es wäre ein fettes Projekt gewesen und bei so vielen Leuten ja möglich. Und jetzt, wenn sie Legends Arceus erlauben, dann wird es ja so schnell gehen. Also das Ziel ist, alle Gen 4 Pokémon in Shiny zu haben, nach 24 Stunden. Mit Legends Arceus wird es auf jeden Fall gehen. Und BDSP mit, kannst du mal schlafen? BDSP mit Chaining auch. Wirklich jedes Game ist erlaubt. Legends Arceus hätte ich da verboten, weil es zu einfach ist. Mit Chaining ist es eine Herausforderung, das in 24 Stunden zu schaffen, aber wenn der... Ich meine, Gen 4 hat wie viel Pokémon? Einige, aber nicht so viele wie Gen 3, glaube ich. Gen 4 hat aber viele Legis. True. Und die werden die meisten wahrscheinlich holen in Dings. 107, okay. In Schwert und Schild werden sie wahrscheinlich die Legis suchen. Die haben bei Gen 3 nur 14 Stunden gebraucht. Krass eigentlich, gell? Ja, und wenn sie dann, es stimmt, und also die... Ich meine, es gibt ja jedes Gen 4 Mon in Legends Arceus. Es gibt ja gar keinen Grund. Ich meine, machen sie, aber sowas wie Manaphy zählen sie wahrscheinlich nicht. Weil streng genommen zählt Manaphy dazu. Was ist denn noch? Weil letztes Mal hat es, was am längst gedauert hat, war ja Deoxys in Gen 3. Und Jirachi haben sie ja dann auch weggelassen in Gen 3, oder? Weil Gen 4 ist jetzt Manaphy. Shaymin, Arceus, Darkrai wären interessant, aber bei Manaphy ist alles aus. Also Manaphy machen sie nicht. Also, weil dafür gibt's, außer sie benutzen, es könnte sein, dass einer von denen oder zwei, drei das machen, wie es Absol gemacht hat. Mit dem, ich muss immer das lange Wort sagen, um die Abkürzung zu sagen, Arbitrary Code Execution, ACE, also Gen 4 ACE vorbereiten. Und dann kannst du ein Manaphy-Ei brüten, unendlich lang, bis er ins Ausschlüpft mit der Wahrscheinlichkeit 1 zu 8000. Dann kannst du zumindest brüten ohne Ende. Sau schnell. Halt, eins müssen wir entwickeln. Vielleicht machen das ein paar, wenn zeitrübig ist oder sowas. Aber es wird zeitrübig sein, wenn du Legends Arceus und Kamezin und Popo nimmst, dann werden sie so viel Zeit übrig haben. Metang. Geht es bei dem Event um was? Nö. Spaß. Das Ziel ist halt, jedes Shiny nach 24 Stunden zu haben. Sie haben bei Gen 1 angefangen vor... Wann haben sie es gemacht? Anderthalb Jahren? Einem Jahr? Da war Mew natürlich das Nervigste, aber es ging auch sau schnell. Und bei Gen 3 hat Nora, heißt sie, oder? Nora hat 16 Gamecubes genommen und hat sofort Deoxys gefunden. Also wenn du keine Bedingungen stellst und wirklich alles zulässt, wie Method Hunting und Konsolenanzahl und sowas und Spiele, dann sehe ich da eigentlich nie eine große Herausforderung und es ist halt einfach ein cooles Event, um Leute zusammenzubringen. Vielleicht werde ich auch irgendwann eingeladen. Beziehungsweise, was heißt, du musst nicht mal eingeladen werden, ich glaube, du kannst einfach mitmachen, oder? Solange du streamst oder halt irgendwie ein Video davon machst, glaube ich, kann man einfach mitmachen. Speichern.
Wäre auch cooler, wenn die das Projekt in der Homebox verweigern. Verewigen, ja. Das wäre cool, ja, wenn PM7 einfach einen eigenen Home-Account macht und da müssen die alle hingetauscht werden und dann ist es da verewigt, ja. Aber es ist auch cooler, wenn Leute das Shiny behalten dürfen und dann geben sie zum Beispiel den Spitznamen Event 2024 PM7 oder sowas. Ist ja auch cool, wenn du Teil von dem Event bist. Aber ich wäre auch eher für verewigen. Okay, jetzt nochmal speichern und gehen wir rüber zu Home. Aber ja, die Legis können schwierig werden, wenn sie Pech bei den Abenteuern haben. Vielleicht werden manche BDSP-Legis resetten. Das dauert aber definitiv länger und kann man richtig Pech haben. Manafi ist interessant, ob sie das machen. Wenn, dann macht irgendeiner mit ACE. Was ich schätze mal erlaubt ist, da alles erlaubt ist. Fionn in Kapu breeden, ja, oder in BDSP. Aber Kapu ist die Frage, wo es schneller geht. Kapu geht wahrscheinlich schneller. Ich habe es in beiden, zufälligerweise. BDSP habe ich es absichtlich gesucht, 2000 Eier, glaube ich, oder sowas. Und dann einfach nur kurz, um die Animation von Fionn aus einem Ei schlüpfen zu filmen. Vierter war Shiny. Da war ich so, oh. Die Reaktion hätte ich mal filmen sollen. Aber wie immer, ich wollte einfach nur die Animation kurz haben, wie ein Fionn aus dem Ei schlüpft. Weil ich, glaube ich, in einem Video gesagt habe, ja, man kann Fionn brüten. Bling. Und dann habe ich halt 4 Eier gemacht, weil man kennt es halt, Kamesin und Popo. Man kann nicht wirklich kontrollieren, wie viele Eier rauskommen. Das letzte Ei, das vierte Ei. Einfach ein dickes Shiny. Okay, ich habe letztens meine ganzen Homeboxen mal umbenannt in Striche, die leer sind. Warte, ich mache kurz meine Kamera weg. Für das bessere Erlebnis. Wo sind meine Shinies? Hier, Lavita. Oh, schaut, das habe ich auch schon im Finsterball gefangen. Aber das Puppytime Finsterball ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber so ist das halt. Und schau mal, wem die gehören. Happens, willst du die zurückhaben? Pupita, die hast du mir, glaube ich, damals gegeben, weil du 30 Stück in Chaining dir geholt hast. Also die beiden sind auch deine. Dann Gen 3. Wo ist Kindwurm? Ist doch irgendwo früher, ne? Oder nee, Kindwurm ist 4? Nee. Dann Metang von Go ersetzt. Leo, Metagross im Quickball, wunderschön. Und dieses Tanhell im Quickball ersetzen wir auch noch mit einem Luxusball-Tanhell. So muss das sein. Ach, hier ist Brutalanda von Monarching. Monarching, vielen Dank für dieses Brutalanda. Wenn du hier bist, ich gebe es dir gerne wieder. Aber ich schätze mal, du bist nicht zufällig hier. Draschel, Finsterball, Brutalanda, Finsterball und dieses Kindwurm hier ist schon von mir. Oh, warum ist es im Primierball? Weil ich mir dachte, der Finsterball passt doch nicht so perfekt. Ja, geht schon. Bei Brutalanda macht es Sinn, weil es ist rot-grün. Bei Kindwurm ist es ein bisschen, bei Drascheln ist es ein bisschen, Und bei Kindwurm ist Primierball auch okay, weil es viel weiß hat. Okay. Und das Schlurm können wir auch noch ersetzen. Irgendwo hier ist doch Schlurm. Schlurm von Nero. Nero, danke für deinen Schlurm. Wenn du hier bist, ich gebe dir gerne deinen Schlurm wieder. Aber auch hier, ich glaube, das wäre krasser Zufall. Okay, dann entwickle ich jetzt noch Viscora. Und die kommen in die verwahrloste Shiny Box. War das nicht Runny? Tja, anscheinend nicht. Ach, Nero ist vielleicht Runny. Stimmt, vielleicht heißt Neros Account Runny.
Okay, hier, zwei Marudas, ey. Macht einer hier ein Origin Mark Dex? Wie sieht ein Origin Mark Dex aus? Wie meinst du das? Ich habe jedes Mark einmal gesammelt, falls du das Video nicht kennst von mir. Ist ein sehr cooles Video. Ich habe jedes Mark gesammelt und bei ein paar Marks gab es echt interessante Vorgehensweisen, wie man die bekommt. Ach fuck, ich muss das erst drüber tun. Ich bin doof. Alle Pokémon in Mark umbenennen. Ja, Nestball habe ich mir kurz gedacht, aber Nestball sieht so erdig aus und Kindwurm sieht nicht erdig aus. Warte, kontrollieren wir nochmal, ob wir wirklich Viscora, Viscogon, Hisui brauchen. In Gen 7. Viscora, Viscagott, Viscogon. Alle drei von mir gefangen. Wundervoll. Und dann in Gen. Das hier haben wir. Viscagott ist von mir und Viscogon ist von Jenny. Jesse. Jesse, dein Viscogon wird ausgetauscht. I'm so sorry. Hebbens, das stimmt aber. Felix hat es nur ein einziges Mal gefragt. Die haben aber beide die gleiche Farbe gehabt, deswegen haben wir sie verwechselt. Felix, ist doch alles gut. Dir wurde es doch erklärt, oder? Es sind nur fucking Kanalpunkte. Klick einfach mal ein paar Mal überall drauf, dann verstehst du, wie Twitch funktioniert. Und dann siehst du, wie du deinen Spirit bekommst. Es ist so, so wichtig. Wollte nur nicht diskutieren. Ich wollte nur nicht meinen Fehler eingestehen. Sui, Sui, Sui. Haben die Shiny Events eine erhöhte Rate? Ja, deswegen sind es Shiny Events. Auf meinem Discord unter Chancen findest du eine Tabelle, wo auch drin steht, wie die Chance ist, exakt bei einem Massenausbruch-Event. Ich habe gar nicht geguckt, ob die Zeichen haben. Leider sieht man das hier in Home nicht. So dumm gemacht. Hier mal kurz gucken, ob ich einen Burmy. Also ich habe hier auf jeden Fall ein Alpha Relaxo in Shiny. Das war geil. Hab's, glaube ich, sogar noch das Video davon. Hier ist das Manaphy, das ausschlüpft nach dem vierten Ei. Ich denke mir so, bist du shiny? Oh mein Gott. Wo ist das? Wo war das nochmal? Das war schon geil. Man merkt an meiner Kameraführung, wie ich doch sehr erstaunt war, dass es ein Relaxer ist. Gott, diese ganzen Karmesin- und Purpur-Dinger. Irgendwo hier muss ich. Relaxo, wo bist du? Naja, egal. Achso, genau, hier. Ich hab ziemlich sicher ein Alpha-Burmy. Ich habe eine Alpha-Box. Sehr sortiert hier alles. Ist das hier Alpha-Box? Ja. Hier ist ein Burma-Dame-Alpha. Das ist aus dem Baum gesprungen, aber ich habe ziemlich sicher auch hier und hier ist ein Burmi-Alpha. Also es geht schon. Auch Kikugi-Alpha ist aus dem Baum mal bei mir rausgesprungen. Und hier ist noch ein Burmi-Alpha. Schau, vier. Vier Burmis in Alpha sind mir aus dem Baum gesprungen, als ich auf der Suche war nach den Shinies. Gar kein Problem.
Also als Beispiel die Gameboy-Markierung. Es gibt davon 251 Pokémon plus die Formen. Ah. Ja, das hätte ich machen können. Das war auch eine Überlegung natürlich, als ich angefangen habe mit dem Origin Dex. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil bei mir Origin Dex bedeutet Herkunft, Ursprung. Und für mich ist der Ursprung von einem Radfratz, Alola Radfratz, Alola, weil es heißt Alola Radfratz. Somit macht es für mich keinen Sinn. Beziehungsweise bei Radfratz, bei Radikal wird es nur gehen, ne? Weil ich kann ein Kanto Radfratz fangen und in Gen 7 zu einem Alola. Nee, geht das? Nein, das geht gar nicht. Hä, wie willst du? Was? Hast du Radfratz als Beispiel genommen? Was war dein Beispiel? Ja, Alola Radikal kriegst du gar nicht. Alola Radikal kannst du gar nicht mit Gameboy-Markierung kriegen. Aber du könntest Knogger, Raichu. Allgemein natürlich auch sowas wie Felinara. Also alle Pokémon, die du in Gen 1 schon fangen kannst und sich dann entwickeln. Wie Stalos zum Beispiel auch. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Einfach, es regnet übrigens. Uiuiui. Schnell. Weil ich glaube, es regnet so lange. Ich schlafe jetzt. Was für ein geiler Zufall, ey. Ich muss noch nicht mal ein Level abmachen. Das ist so geil in Legends Arceus. Ja, also ich kenne Origin Dexes, die das so machen. Ich glaube, das Video, was ich damals gesehen habe, wodurch ich da auf die Idee kam. Der hat das so gemacht, weil es natürlich mehr vorausschauend ist. Es ist schwerer, weil du musst vorausschauend nicht nur vier, fünf Evolis fangen, sondern halt zehn oder zehn, glaube ich, sind es. Was natürlich nochmal komplexer ist, nochmal schwieriger ist und vor allem, wenn sie irgendwann noch ein Pokémon rausbringen, was auf Gen 1 basiert. Muss man zurückkehren und wieder Gen 1 spielen, um dieses Pokémon sich zu holen für Gen 10 zum Beispiel. Ich finde aber, das ist so wieder ein Widerspruch, weil für mich, wie gesagt, heißt Origin Herkunft und ein Alola Knogger kommt, wie der Name schon sagt, aus Alola. Und ein Felinara ist Gen 6, weil dort das erste Mal Fee eingeführt wurde und somit erst ein Felinara möglich war. Für mich ist wichtig, dass eine Box aus einer Herkunft kommt. Origin Dex. Also wäre es komisch, wenn einfach ein Felinara drin ist mit dem Gameboy-Symbol. Meine, im Endeffekt hätte ich beides machen können. Einfach sagen, hey, dann mache ich halt beides. Ich fange halt, mache halt zwei Felinaras. Eins mit dem Gameboy-Symbol und eins mit einer Raute. Aber ich finde es halt überflüssig. Für mich ist es halt, ne, Origin Dex heißt Herkunft und ein Alola Knogger kommt aus Alola und nicht aus Kanto. Hallo Maurediven. So, das war's. 2 Stunden und alles plus Schlurrum, plus entwickeln, erfüllt. Geschafft. Du bist mein Lieblingsstreamer. Dank dir habe ich schon sehr viele Shinies gefangen. Das ist nicht danke mir, die hast du gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Das hast du gemacht, nicht ich. Ja, bei Epitaph wird's gehen. Ich meine, alle Gen 2 Mons auch. Kramurks ist ein Gen 2 Mon. Ja, du könntest einen Kramchef mit Gameboy-Symbol haben. Jetzt noch den Raid. Ich weiß nicht, so, wollt ihr dabei zuschauen, wie ich den Raid versuche? Da muss ich jetzt voll nachforschen. Angel, weißt du, wie man den Raid schafft? Was nimmt man gegen Dragoran? Ein eigenes Dragoran? Warte, ich habe noch mehr hier.
Müssen wir doch alles schön ordnen. Habe ich kein anderes Viscora? Safe. Waren die aus Go? Vielleicht waren die aus Go. Boom. Ich meine, schade, dass das Viscogon jetzt nicht aus Hisui ist. Egal. Okay. Jetzt aktualisiere ich noch mein Ding. Ist der nicht Terra normal? Ist Eisenhand da nicht gut? Ist der Terra normal? Dragoran normal, echt? Ich guck gleich. Jetzt mache ich erst meine Aktualisierung hier. Wir haben heute Neues dazu bekommen. Pupita, Despotar. Und dann Gen 3. Draschel, Brutalanda, Metang. Und dann Genfineus. Und Schlurm. Und Viscogon. Mehr nicht. Viscogon. Und Schlurm. Bam. Okay. Somit bin ich bei Shinies, die meine OT haben, 1030. Gut. Was ist das für eine Seite? Steht hier. Super effektiv. Ausrufezeichen Shiny Dex. Kramor geht für Dragoran. Habe ich einen Kramor? Ich hatte mal einen Kramor. Kann sein, dass das Shiny war und deswegen irgendwo in meiner Box ist. Ich hatte mal einen Kramor extra gemacht. Gucken wir mal, was gut gegen Kramor ist. Gegen Ding. Es ist echt normal. Wie seltsam. Dragon Flying normal. Anscheinend ist Fairy sehr gut. Boden sehr gut. So rein von den Wechselwirkungen her. Wenn wir einfach nur einmal kurz eingeben. Oder ich gehe mal kurz auf. Nee, auf YouTube. Dragonite Terra Raid. Und dann sehe ich hier Schlurm. Magnezone. Toxel oder halt Ding, yes. Ich sehe sogar ein Viscogon, was die Leute benutzen. Hier benutzt jemand ein Kramor oder Eisenhand. Okay, ich guck mal, ob ich Kramor habe. Hier. Sollte hier sein. Ich hasse Kämpfen so sehr, es tut mir leid. Soll ich das wirklich zusammen machen? Das interessiert doch niemanden, wie ich jetzt Dragoran traurig langsam besiege. Du weißt schon, dass es mit dem viel einfacher geht. Ja, habe ich nicht. Hier ist kein Kramor. Aber ich weiß, dass ich meins gemacht habe. Vielleicht ist es echt hier einsortiert. Kann sich aber jetzt carryen lassen. Ja, und dann wieder vergessen, es zu fangen. Hier, Kramor. Woran sehe ich, wie sehe ich jetzt, ob das trainiert ist? Oh ja, das trainiert. Ja, ja. Das war das. Spiegelrüstung. Zart. Zart kann nicht sein. Zart ist kein Wesen, was man einem Battle-Ready-Pokémon gibt. Aber es ist trainiert. Okay, Protzer, Borschnabel, Reflektor, Ruheort. Aber wenn es normal ist, dann muss ich doch Kramor
eine Kampfattacke beibringen, oder? Oder macht man es mit Borschnabel und Protzer? Wie kann man vergessen, es zu fangen? Indem man trainiert ist, nach einem Raid einfach nicht fangen zu drücken. Kramer mit Terra Kampf, aber auf KP plus Verteidigung. Das klingt mir nach zu viel Arbeit. Bodypress. Das klingt mir nach zu viel Arbeit. Aber ich tu's mal rüber. Wie sieht's mit dieser Eisenhand aus? Das funktioniert auch immer super. Problem ist, dass er halt Flug hat. Aber ich bin Elektro auch. Und somit sollte der Flug zumindest normal sein, oder? Also neutraler Angriff sein. Oder ist Elektro gar nicht schlecht, sondern neutral? Dann wär's blöd. Ich sag, Iron Hands funktioniert sehr gut. Wir probieren's mal. Aber danke, Deux, für die Erklärung. Aber ich habe keinen Bock, jetzt wieder Geld auszugeben, um das Kramor umzuskillen. Boah, vor allem Bären. Das ist noch nicht mal Geld. Das ist Bären, die ich da wieder für ausgeben muss. Ich wundere, dass du nicht Epitaph nimmst. Hab ich Epitaph? War Epitaph? Stimmt, warum nicht Epitaph? Ich habe niemanden gesehen, der Epitaph gesagt hat. Auch auf YouTube nicht. Verständlich, ich mache ihn auch nicht. Ach ja, die Ladezeiten von Home. Also es wird jetzt eine Zeit lang keine DS-Streams geben, weil ich meinen DS nicht verbinden kann. Aber ich brauche eh noch, bis ich mit Gen 6 fertig bin. Aber ich kann halt mit Giratina so nicht weitermachen. Also kann ich. Ich kann es noch nicht aufnehmen. Hier, ich habe Epitaphs. Ich habe einen, genau, ich hatte immer einen Geister-Epitaph und einen Kampf-Epitaph. Ich habe sogar beide. Ja, eigentlich dann Epitaph. Soll ich Solo probieren und, also was heißt Solo, soll ich offline probieren und es gibt hier Leute, die mit reinkommen wollen und mich nerven wollen oder mich carryen wollen? Oder soll ich einfach online joinen und schauen, ob ich reingelassen werde irgendwo? Beziehungsweise ob Leute meinem Raid sofort wieder flüchten. Ihr müsst mir ein bisschen sagen, ob die Pokémon, die die nehmen, Sinn ergeben. Weil manchmal kommen sie so mit Felinara. Und ich denke mir so, warum nimmst du Felinara? Wobei, jetzt wäre das gar nicht so blöd. Und am Ende ist Felinara voll die Geheimattacke. Die Geheimtaktik. Ah, was ist los? Hört auf, an mich zu denken. Morgen ist er krank. Hey, ich bin nicht krank geworden. Ist er schon. Was? Wie habe ich das jetzt geschafft? Die Karte war schief.
Ich glaube, in dem Spielstand kann ich nicht fliegen. Nee. Loser. Ihr könnt ja gleichzeitig mit mir suchen. Aber wie ich euch kenne, macht ihr das alle nicht. Was brauche ich denn? Ein Dragoran mit Titanabzeichen. Weil es cool ist. Ableithieb, Zornesfaust. Ableithieb war immer das Beste, aber diesmal brauche ich Regentanz nicht. Warte mal, ich muss das noch... Für was war das Regentanz nochmal? Keine Ahnung, vielleicht kann der irgendwas Krasses und ich brauche wirklich sowas wie Sonntag oder Regentanz. Naja, machen wir erstmal. Wir können Protzer machen, wir können Kreideschrei nehmen, wir können... Ja, eigentlich Protzer wahrscheinlich. Energiefokus auch immer geil. Ein Item müssen wir dir auch noch geben. Wie immer nehmen wir die Muschel. Wo ist sie? Die war doch hier irgendwo. Bitte gebt uns mehr Kategorien. Da oben wäre noch Platz. Schau mal, was passiert. Vielleicht wird dieses Epitaph auch einfach sofort gekillt. Was meinst du mit Seegesang? Schellbell. A Muschelglocke. Kommt schon, Leute. Seht mein Epitaph und denkt euch, ja, Mann, der hat's drauf. Und dann kommen wir mit 4 Epitaphs. Wenn's gut ist. Aber es sollte gut sein. Warum sollte es schlecht sein? Rache. Mein Flug ist scheiße gegen Kampf. Der kann bestimmt Windhose, Mann. Eigentlich ist Epitaph wahrscheinlich voll kacke. Ach, Muschelglocke hieß früher Seegesang. Schau, das weiß ich gar nicht. So, schau, Farigiraf, denke ich mir, das kann nicht sein. Da ist doch ein Idiot dabei, der Farigiraf nimmt, was nicht sein kann. Oder ist Farigiraf gut? Der eine mit dem Kramor ist wieder gegangen, das ist kein gutes Zeichen. Eisenhand, okay. Aber dieses Farigiraf ist doch ein Witz. Oh. Ich glaube, ich habe kein gutes Pokémon. Wenn die wieder gehen, wenn die mein Epitaph sehen. Kein gutes Zeichen. Normalerweise bleiben immer alle und wollen einfach nur gecarried werden. Da ist wieder das Farigiraf. Er ist wieder da und geht jetzt sofort wieder. Okay. Phantoros, interessant. Das Farigiraf ist wieder sofort gegangen. Auch witzig. Was ist denn an Farigiraf gut bei dem Kampf? Okay, ob wir jetzt einen Brigaludon, wie heißt es? Brigarudon? Jetzt kommt ein anderes Farigiraf. Das heißt, Farigiraf ist wirklich eine Taktik. Aber komm, Brigarudon. Ich glaube, das ist. Okay. Okay, schauen wir mal. Wir schauen erstmal, wie schnell ich down gehe. Da wäre Regentanz ganz geil mit. Farigiraf? Azumarill?
Ja, ich weiß, dass es oft nur die Pokémon sind, die sie am Anfang im Team haben, aber meistens, wenn jemand nicht mit einem guten reingeht, entweder bleiben sie dabei oder sie wechseln zu einem noch schlechteren. Weil sie spontan einfach nach etwas suchen, was Hauptsache Level 70 hat und eine gute Wechselwirkung. So, ich habe keine Ahnung. Dieses Viech wird mich vielleicht jetzt einfach im Wind hosen. Wäre Terra Geist nicht besser, dass es mir mit Wind nicht mehr, dass es mir keinen Flugschaden mehr gibt? Orkan tötet mich, Leute. Das Epitaph ist, glaube ich, eine dumme Idee. Orkan wird mich so fertig machen. Aber es regnet tatsächlich. Es war doch nicht mal eine Flugattacke. Ach, vielleicht ist deswegen Brigoradudon so gut, weil es sowieso regnet. Ja, Erdbeben, okay. Ich komme nicht mal gegen Erdbeben, klar. Vielleicht carried das Team so krass, dass ich nichts machen muss. Aber das war jetzt peinlich. Es tut mir leid. Epitaph war keine gute Idee. Ich nehme. Was war das andere? Eisenhand. Ich werde Eisenhand nehmen. Aber Eisenhand und Erdbeben ist doch auch schlimm. Oh, Eisenhand ist auch schon tot. So, da kommt jetzt die krasse Attacke, von der du geredet hast, die keinen Schaden gemacht hat. Mach nicht Eisenhand, weil Dragoran nach ein paar Runden dich resettet. Ich kann nichts machen übrigens. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich glaube, das gehört so. Okay. Ich soll jetzt immer heilen, wir haben keine Chance. Leider kann man ja nicht abbrechen. Ja, nee, schau. Alle gehen drauf. Ich brauche nicht mal heilen, aber ich könnte das machen. Farigiraf ist auch down. Also sind alle nicht so geil anscheinend. Kriegen eigentlich die, die nicht auf dem Feld sind, auch den Boost? Wäre ziemlich gemein, wenn die den Boost nicht kriegen würden. Das habe ich mich immer gefragt. Ich glaube, die komplette Seite, so wie Reflektor zum Beispiel, kriegt diesen Boost, auch wenn man gerade down ist. Das kann sein. Wie ist die Zeit so schnell runtergegangen? Oh mein Gott. Krass, dieser eine Abwehr-Cheer hat noch nicht mal was gebracht. Ich habe einen Abwehrschier drauf und es macht genauso viel Schaden. Irgendwie hat sich dieses Dragoran gepusht oder ich wurde genervt. Hab super oft Eisenhand mit Bauchtrommel und Citroberry gespielt. Ja, aber die eine Person hier mit Eisenhand ist auch sofort draufgegangen. Ich will meinen Kramor nicht umskillen. Vor allem nicht umskillen. Attacken und Terra ist ja noch okay. Terra habe ich viele Shards. Die habe ich kein Problem zu ändern. Body Press Kramor. Ich kann mich aber erinnern, dass ich einen Body Press Armor Kramor habe. Aber dann wäre das hier ein Ding. Mal schauen, habe ich Body Press? Wie heißt es hier eigentlich? Ah, ich habe Bodypress, das heißt genauso. Wie war Reflektor? War physischer Schaden, gell? Ja. Was Erdbeben ist. Aber der macht eh nicht Erdbeben gegen mich. Was würde der gegen mich machen? Weiß gar nicht, was würde der gegen Kramor machen? Nichts. Okay, ich ändere kurz mein Terra und dann probiere ich es nochmal. Aber wahrscheinlich hast du natürlich recht und ich muss auf Verteidigung skillen. Null Bock.
So viele Bären wieder. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mal so viele Bären gerade. Turbo-Tempo. Was ist Turbo-Tempo? Die Fähigkeit Turbo-Tempo. Wesen auf hat. Ja, das Wesen kann ich noch ändern. Das geht einfach. Ist Turbo-Tempo eine Fähigkeit? Ich habe meine coole versteckte Fähigkeit. Da. Aber hey, wofür haben wir denn so viel Geld und Zeug? Turbo-Tempo ist eine normale Attacke. Noch nie gehört. Okay. Brauchen wir Verteidigung plus und Spezial minus. Ja, das macht Sinn. Verteidigung plus, das heißt hier, oder? Ja. Ne, andersrum. Initiative ist es. Welche Farbe ist Verteidigung? Hier, blau. Okay. Kühn. Hier, pfiffig. Ein pfiffiges. Und Item. Das wäre am besten als Item. Muschel. Okay, Turbo habe ich nicht. Hallo Zottmonte. Sag nicht, Turbo-Tempo ist eine fucking Egg-Move. Die Idee ist, Reflektor immer oben zu haben und mit Eisenabwehr auf plus 6, weil Body Press sich auf deine Verteidigung bezieht. Ach, deswegen soll man die Verteidigung steigern. Noch nicht mal, um zu überleben, sondern damit die Attacke stärker ist. Ach so. Turbo-Tempo nutzt der Drache. Ach so, der Drache macht Turbo-Tempo gegen mich. Ich habe nicht gecheckt, dass das die Antwort war. Okay, aber Eisenabwehr hatte ich. Ja. Yeah. Leon kämpfen. Hey, pay to win. Was macht der Living Dex? War 3 Monate AFK. Living Dex habe ich seit 3 Jahren. Origin Dex ist Gen 6 jetzt gerade fertig geworden. Schauen wir noch nach Item. Ich nehme einfach mal, wie immer, die Muschelglocke. Wir brauchen mehr Kategorien. Wir brauchen mehr Kategorien. Okay, wir probieren es erstmal so. Kann sein, dass ich zu wenig Schaden mache. Also Reflektor, dann Eisenabwehr. Aber wenn er meine Statusveränderung aufhebt, ist halt auch wieder nervig. Reflektor, Eisenabwehr, drauf. Soll ich erstmal solo probieren? Ich habe Angst. Gucken erstmal so. Ich habe bisher jeden Titan gefangen, ja. Alle im Luxusball, außer Mewtwo, das ist im Meisterball.
Eine Runde Reflektor, dann dreimal Body Press für Terra, bis Reset kommt, dann. Okay. Weil er einen davor wahrscheinlich aussaugt. Okay. Quappo weiß ich nicht. Aber kann sein. Aber Quappo ist Kampf. Ist Quappo Kampf? Oder ist Quappo nur Wasser? Rayquaza weiß ich auch nicht. Das andere Kramo ist weg. Meganie. Das meine ich, schau. Meganie, ich glaube nicht dran. Ein Orkan und dieses Meganie ist gone. Disqualify. Toll, der Rest ist großartig. Aber die anderen sagen okay. Die anderen sagen okay. Ist Meganie eine Taktik? Das meine ich eben. Kommt aber immer so ein Meganie. Warum denn Meganie? Ich wünschte, es gäbe einen Ingame-Chat, dass ich der Person einfach schreiben könnte, du dummer Bastard. Also danach, wenn sich rausstellt, dass Meganie eine dumme Idee ist. Komm, ich kann es nicht glauben, dass Meganie eine gute Idee ist. Ich habe Kramo auch nur als Solo gesehen. Ja, aber Solo geht, geht auch Multi. Es gibt viele Raids, die nochmal wiedergekommen sind. Pikachu, Glurak. Das war's. Mehr sind nicht wiedergekommen. Er will nur mit seinem Shiny Meganie angeben. Alarm-Shinies. Außer das eine Kramo-Loser. Leute, Leute, ich mach Reflektor für euch. Ich mach's. Ich bin Shiny. Warum passiert nichts? Lass mich. Macht der andere Reflektor? Komm, ich weiß was. Ich sag, der andere macht Reflektor. Okay, ich sag, der andere macht Reflektor. Der ist klug. Der andere macht Reflektor. Und ich mach. Abwehr. Okay, der andere ist verwirrt. Das war dumm. Ich hätte Reflektor machen sollen. Zeig, dass du Reflektor machst. Bitte mach Reflektor, du anderes Kramo. Kramo hat bisher noch nichts gemacht. Okay, ich mach Reflektor. Warum ist Eisenhand so schon weg? Oh nein. Was macht Meganie? Warum lebt Meganie noch? Okay, das Turbo-Tempo, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, tut es echt weh. Aber die Muschelglocke jetzt. Das war ein Volltreffer. Das ist traurig. Muschelglocke heilt mich so wenig. Warum lebt Meganie noch? Ich fühle mich schlecht jetzt. Schau, das sind so die Sachen, die ich dann nicht verstehe. Nein, geh mit deinem Turbo-Tempo weg. Ich habe doppelte Abwehr. Wieso tut Turbo-Tempo so weh? Vielleicht, weil meine Verteidigung nicht so hoch ist. Ding, 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 ding. Der Reset kam schon? Oh. Ich dachte, jetzt ist er erst. Okay. Warum habe ich das nicht gesehen? Weil ich mich über Meganie aufrege. Eisenhand, heil dich. Dummer, wie heißt du? Santi. Warum lebt Meganie noch? Was ist die Strategy bei Meganie? Ich find's faszinierend. Ich mach gleich Ruheort, wenn der nicht mit seinem Turbo-Tempo ein bisschen chillt jetzt. Ah, okay. Es wird aushaltbarer. Wachentanz, das ist ein bisschen... Jemine. Die Zeit ist so wenig wegen diesem dummen Eisenhand. Okay, Eisenhand, also echt nicht gut. Soll ich mich heilen oder... Nee, komm, der Bodypress wird mir jetzt so viel Leben geben. Ja, deine Schiller-Animation, Eisenhand. Das ist schön, wir sehen sie die ganze Zeit. Meganie einfacher Terra. Meganie tot, ich wusste es auch, du dummer Bastard. Loser. Warum gibt's keinen Chat, den ich jetzt reinballern kann? Warum nimmst du Meganie mit? Wahrscheinlich war es voll die gute Strat.
komm. Keine Ahnung, also das schaffen wir nicht mehr. Aber ich will jetzt sehen, wie viel es mich heilt. Genau deswegen gibt es keinen Chat. Ja, dumme Kinder. Warum tat das so weh? War das ein Volltreffer? Nein. Warum tat dieses Turbo-Tempo so weh? Wegen Drachentanz. Ja, ist schon guter Schaden. Das geht schon, wenn die anderen halt nicht draufgegangen wären. Megania ist schon wieder draufgegangen. Ja, aber man sollte zumindest irgendwie die Möglichkeit, andere kicken zu könnten, wäre wenigstens nice. Wenn die da reinjoinen und auf bereit drücken und das restliche Team ist perfekt und denkst du so, Alter, kommt einer rein mit einem Level 50 Eisenhand oder Level 50 Starter noch nicht entwickelt so. Weil du kein Stahl mehr bist. Ist Turbo Tempo Flugattacke? Oder Normalattacke. Okay, das geht schon, wenn das Team gut ist. Vielleicht schaffe ich es auch alleine. Ich probiere noch einmal mit Randos. Turbo-Tempo, so krass die Attacke. Aber normal ist doch auch. Also Kampf ist gut gegen normal. Ist normal nicht schlecht gegen normal? Kampf? Was ist das denn für ein Bild? Meins ist viel cooler. Kramor, sehr gut. Drittes Kramor. Nein. Schau, die dritte Person wird es jetzt entweder lassen oder wird es ändern auf etwas noch Dümmeres. Und Miraidon ist so ein Pokémon, was man halt immer nimmt. So wie Epitaph. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Miraidon gut ist, weil Miraidon ist ein Drache und da macht er einfach Wutanfall oder Wind... Nee, was ist das? Okay. Ich weiß es nicht. Heraschei kann sein, dass es gut ist. Und hier Dakuma, Dingsbums, Urshifu... Macht sich jemand die Mühe, Urshifu rüber zu tun, um dann es nicht im richtigen Moment einzusetzen? Nimmt jemand Urshifu rüber, um nur anzugeben? Ja. Die denken sich gerade, ich meine, es sind alles japanische Accounts, aber es gibt auch japanische Kinder, die keine Ahnung haben. Okay. Moment, aber Urshifu ist Kampf. Das wird doch komplett Wind gehost. Naja. Aber warum Urshifu mitbringen, um es dann random einfach mit... Also warum? Da muss ja jemand aktiv aus Pokémon Home das Urshifu rübergetan haben. Und sich dann denken, oh, das nehme ich jetzt gegen einen Flug-Pokémon. Ist Windhose nicht Drache? Ja, aber der kann bestimmt... Orkan war es. So, Orkan. Orkan macht er halt dann. Schauen wir mal. Man, was bringt der Regen? Ich kann den Regen auch wegmachen mit Sonnentag, glaube ich. Ich glaube, Kramor kann sowas wie Sonnentag. Bringt der Regen irgendwas? So, Urshifu ist tot. Stimmt, du kannst es in Kapu fangen, du hast vollkommen recht. Das zählt eins. Urshifu ist einfach tot. Orkan trifft immer bei Regen. Ja, warum machen wir dann nicht Sonnentag? Eigentlich sollte er halt nicht Orkan einsetzen, aber wenn da so ein Urshifu steht, macht er natürlich Orkan. Ich hätte abbrechen drücken sollen, es war so klar, dass Urshifu Bullshit ist. Dumme, dumme Menschen. Er macht Regen, ja, am Anfang. Aber das kannst du ja sofort mit Sonnentag wegmachen. Donner ist halt auch krass. Donner trifft halt auch immer wegen... Oh krass, das...
war kurz tot, aber war doch nicht tot, das andere Kramor. Irgendjemand heilt uns. Ich schätze, dass es Heraschei ist. Bam, bam, bam. Hey, vielleicht haben wir mehr Glück und das Urshifu hat bloß einen Volltreffer gekriegt und das ist voll die geile Strat. Sehr effektiv, nimmt er fast nichts weg. Sie hat jetzt auch einen Raid. Ich bin ja noch nicht aufgebufft. Erst wenn ich mich komplett gebufft habe, nehme ich guten Schaden. Also gebe ich guten Schaden. Aber er macht Drachentanz. Er macht jetzt auch fetten Schaden gleich. Wow, 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 wow. Ich habe nicht mitgezählt. Waren es drei? Ich glaube, es waren drei. Ich guck. Wie sieht der Turbo-Tempo aus? Ach, Turbo-Tempo macht ja nix, ey. Okay, es sieht gar nicht so schlecht aus. Urshifu ist nicht wieder draufgegangen. Vielleicht ist es doch gewollt. Heilung ist gut. Ich muss mal kurz überprüfen hier. Aber ich glaube, ja, ich glaube... Oh Gott, der ist so gepusht. Okay. Warte, ich habe nicht nach Reflektor geguckt. War der Reflektor noch oben? Vom anderes Kramer jetzt auch. Hör auf zu Drachen tanzen, du machst mir Angst. Ich glaube, ich muss Reflektor machen. Ich muss gucken, ich kann nicht einfach blind Reflektor machen. Irgendjemand ist draufgegangen. Wo sehe ich das hier? Nichts. Fuck. Schnell. Komm, ja, Heraschei, heil uns. Heil Urshifu ist am draufgehen. Wenn es Urshifu nicht wäre, wäre das locker gewesen. Es wäre so gut, hätte es funktioniert. Warum habe ich auf bereit gedrückt? Bei einem Urshifu. Volltreffer. Ey, vielleicht, wenn Urshifu jetzt nicht nochmal drauf geht und wir jetzt einen Volltreffer machen. Ein Volltreffer und dann nochmal ein Volltreffer. Okay, oder Heraschei stirbt. Alles Loser! Okay, jetzt mache ich Solo und es wird sofort klappen, ich sag's euch. Es ist so hell. Jenny. First try solo jetzt. Vielleicht haben wir ja irgendjemanden, der Sonntag macht oder so. Grasfeld, glaube ich, hebt es ja nicht auf. Ich glaube, es gibt welche, die... Nee, es ist immer nur Felder, die machen. Aber Grasfeld nehme ich trotzdem. Olitena, wo bist du? Und dann noch ein Tauros mit Bedroher. Dann noch Erzwinger. Ja, ich glaube, AP bringt gar nichts zu verringern. Direkt gegen mich, Orkan. Warum? Einfach nur um zu beweisen, dass dein Regentanz was bringt? So, um mich zu verwirren, du Schwein. Du Schwein. Ich will zuerst. Aus Dragoran so schnell. Verbrennen wäre nice, ja. Dann bräuchten wir. Wer verbrennt immer? Dingens. Pam, 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 pam.
Pamperos. Pampros. Endlich kann die Prani auch mal chillen. Du hast hier schnell einen Shiny Lavita gefangen. Sehr gut. Warum nicht zwei? Warum nicht drei? Auf! Oh Gott. Eieieiei. Umbra? Was ist Umbra? Ich mache ja keinen Living Decks bis jetzt. Schade. Ich habe noch keine Eisenabwehr gemacht, also hey. Seltene Variante von Shiny in Temtem. Achso. So, das lief jetzt falsch. Zu schlechte Verteidigung. Oh shit, Happens hat einen Umbra gefangen. Damn. Moment mal, der vierte ist weg. Ich habe einen vierten verloren. Wie? War das nur, weil der gerade nicht auf dem Feld stand? Hä, der ist... Bin ich gerade blöd? Ist das immer so? Nein, nee, sind alle da. Okay. Das wäre komisch. Weil das ist vergiftet. Irgendwie ist das zu stark, wenn ich Solo mache. Umbra ist auch noch Tara, korrekt. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Was ist Temtem? Ein Spiel. Voll die krasse Heilung jetzt. Jetzt voll die krasse Heilung und ich komme zuerst dran, weil ich schneller bin. Oh. Oh. Bin ich schneller. Geil. Okay, okay, okay. Nochmal mit Mitspielern. Wer hat gesagt, ich soll das machen? Angel. Böser Angel. Böses Angel. Böser Angel. Wer hat Spaß? Lass mich gehen. Lass mich gehen. Das geht mit dem Cramon. Ich werde es nicht auf Verteidigung umskillen. Ich brauche nur ein Team, was nicht ein reines Kampf-Pokémon dabei hat. Oder gar kein Kampf-Pokémon. Wenn Kampf-Pokémon kommt, sofort abbrechen. Heraschei war gar nicht so schlecht. Ich glaube, das Heraschei hat uns die ganze Zeit geheilt. Hab nur gefragt, hättest ja nichts machen müssen. Doch, ich muss die Schuld verteilen. So, jetzt will keiner mehr. Die haben alle gemerkt, dass ich keine Ahnung habe. Lässt er einfach einen
Urshifu mitkämpfen. Was war das davor? Meganie. Meganie war seltsam. Das hat so lange durchgehalten. Frag doch in deinem Stream. Hey Leute. Wollt ihr Dragoran machen? Frag doch in deinem Stream. Glaubst du nach einer Stunde verzweifelt Dragoran Raids? Hätte nicht einer geschrieben, hey, darf ich mitmachen? Jetzt kommt echt keiner rein. Japan ist schon am Schlafen, verdammt. Der Rest der Welt spielt das Spiel nicht mehr. Ein Garados. Das macht sehr viel Sinn bei Donner, sofort wieder raus. Der hat sich Kramor, vergiss es. Mein Garados kann mit Kramor nicht umgehen. Garados wäre mit einem Donner weg einfach. Aber ernsthaft, sollte ich nicht? Kann Kramor nicht Sonntag lernen? Keiner spielt das Spiel mehr. Der ist zwar Stahlkampf, oder ist der Unlichtkampf? Nee, ist der Stahl-Unlicht? Ist Glad Imperio... Okay, es ist was anderes geworden. Uhafnir? Nein. Nein, nicht Uhafnir. Ist Uhafnir jetzt wieder eine versteckte... Okay, Meditalis. Okay. Und da drüber ist eine Fee... was ist Traun? Flatterhaar? Fee... Orkan? Ja, Meditalis ist jetzt auch wieder so... Mason. Piss dich. Ja, stimmt, Geist. Flatterhaar ist aber auch, ich weiß, es ist quasi eine Fee, also gegen Drache und so, klar, aber es ist halt nicht Drache, es ist normal. Was würde, der würde wahrscheinlich die ganze Zeit Mondgewalt machen. Okay. Zwei jetzt noch davon. Dann sind wir so krass. Okay, Eisen, Stahl, Stein, Stahlboden. Warum denn Schlurm? Schlurm, der kann Erdbeben. Dragoran kann Erdbeben. Und Schlurm ist tot bei Erdbeben, weil Stahl ist. Nachtara? Nachtara wird auch immer benutzt als Supporter, oder? Okay, der Kramor hat sofort bereit gedrückt, weil der hat gewartet. Wenn die warten, dann merkt man, dass sie auch quasi entscheiden, ob sie wirklich mitmachen wollen. Nachtara ist eigentlich ein Supporter. Schlurm wundert mich ein bisschen, weil Erdbeben macht Schlurm, glaube ich, einfach fertig. Weil es ist, glaube ich, Stein, Stahl. Und Erdbeben ist vierfache, dann bam, tot. Aber das andere Kramor hat so bestätigend gedrückt. Schlurm. Schlurm hat doch Fähigkeit, dass Boden ihn heilt. Oh, das wusste ich nicht. Okay. Wenn das die Fähigkeit ist, dann wird Erdbeben nichts machen. Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht ist Sturm nur Stahl? Kann sein. Nur Stahl. Aber schlebt im Boden. Wir nicken uns zu. Nur Mädels. Girl Power. Slay, Bitch. Ah, wieder keine. Nicht alle Shinies. Loser. So, soll ich jetzt. Komm, der andere macht Reflektor. Der andere macht Reflektor. Der andere ist cool und macht Reflektor, weil Taktik. Er macht Bodypress. Nee, er hat Eisenabwehr gemacht. Okay. Sehr ein Solo-Kämpfer. Mache ich jetzt nochmal Reflektor. Ach, Tara, mach mal Sonntag.
Bodenschmaus. Geiler Name. So, ich hoffe jetzt, dass es mich ordentlich heilt. Komm, gib mir einen Volltreffer oder so. Ach Gott, es ist peinlich, wenn ich jetzt als Kramo sterbe. Aber was habe ich denn für einen krassen Schaden gekriegt? Wer hat den Schaden gemacht? Wer hat den krassen Schaden gemacht? Hat es Kramo den Schaden gemacht? Ist das das Potenzial, was ich hätte, wenn meine Verteidigung maximal wäre? Anderes Kramor. Oh, damn. Ich muss auf die Beine kurz machen. Ich will nicht draufgehen. Das andere Kramor carried. Okay, Mondschein. Ja, gut, 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 gut. Geht Mondschein nicht auf die anderen? Toll, der hat sich selbst geheilt. Loser. Toller Supporter. Warum ist er so stark? Ich habe Reflektor und Ding drin. Warum ist es so stark? Scheiße, Mann. Ich hätte nochmal heilen sollen. Ich bin tot. Scheiße, warum war das so stark jetzt? Ich habe Reflektor und Abwehr drin. Das war stärker als sonst. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum das so stark war. Jetzt wurden alle ihre Fähigkeiten erledigt. Ja, aber vorhin habe ich voll auf Turbo-Tempo locker überlebt und jetzt auf einmal hat es mich fertig gemacht. Reflektor ist auch nicht mehr. Geht schon noch. Ich mache halt nix. Aber ich bin da für den Reflektor. Fehlgeschlagen? Reflektor kann fehlschlagen? Wow. Bin sowas von verletzbar, verletzlich. Das andere Kramor muss ich halt auch wieder komplett pushen. Es hat halt eine schnelle Attacke gemacht. Boah, mein Kramor. Ah. Der andere macht so viel Schaden wie ich. Ich sollte eigentlich mehr Schaden. Ah ne, die Verteidigung zählt ja. Ja. Und schon irgendjemand heilt mich. Wer heilt sich denn da drüben die ganze Zeit? Heil mich! Der kriegt die ganze Zeit Erdbeben ab, der Schlurm. Was heilt sich da drüben die ganze Zeit? Was ist mit mir? Heilt doch mal die Gruppe. Ah, ich wurde geheilt. Eins noch, oder? Es geht. Der andere denkt sich so, warum macht das Kramor nichts? Keine Ahnung warum. Ich wurde vernichtet. Kramor, bitte. Bitte verzeih mir. Ich mache jetzt mit. Wir schaffen es noch. Ich kann jetzt mitmachen. Ah, okay. Dann brauche ich jetzt auch keinen Reflektor mehr. Oh, come on. Nein, wärst du da drauf gegangen? Ich nicht. Nein. Warum kann ich keinen... Och, fuck, ich bin ja noch nicht mal Terra bereit. Ey, mein Tod war jetzt nicht so gut, aber die anderen sind öfter gestorben. Sonst wären wir jetzt nicht bei null Zeit. Scheiße. Es ist sogar knapp, weil zwei Attacken und der wäre fertig. Zwei Runden noch und wir hätten es. Der eine Tod von Schlurm war jetzt das Problem. Aber ich hätte auch nicht sterben sollen. Draco-Meteor? Macht am Ende einfach Draco-Meteor? Hallo, Joro. Schade. Das war meine und Schlurms Schuld. Vorhin habe ich so oft Turbo-Tempos überlebt. Locker. Vielleicht hat er früher Drachentanz gemacht. Vielleicht... Mein Reflektor ist auch daneben gegangen am Anfang. Was war das denn? Reflektor kann daneben gehen? Ist das nicht eine 100% Attacke? Okay, ich mache nicht die blaue Abwehr. Wäre halt cool gewesen, wenn auch mal das andere Kramor Reflektor macht und nicht nur immer ich. Aber ich meine, das andere Kramor hat ein bisschen gecarried. Das war schon okay.
Ich bin relativ vorbereitet, Joro. Mein Kramor ist nur nicht optimal geskillt, aber es ist eigentlich genug geskillt. Es ist nur immer mindestens eine Person dabei, die die ganze Zeit verreckt. Wobei dieses Schlurm hätte eigentlich nicht verrecken sollen. Warum ist dieses Schlurm verreckt? Vielleicht auch ein Draco-Meteor. Schlurm kann auch Eisenabwehr und Bodypress. Ah, siehst du mal. Hat's aber, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe es die ganze Zeit nur am Heilen da drüben gesehen. War vielleicht wegen Erdbeben. Jetzt kommt wieder keiner. Okay, also dieses Brigarulodon? Bridularudon? Sah interessant aus, wegen Regentanz. Das lassen wir mal durchgehen. Aber immer gefährlich, wenn sie sofort bereit drücken. Weil das heißt, dass sie, naja, nicht darauf warten, ob ein Idiot kommt. Weißt du, Atsu Merrill, ich weiß nicht. Walzer? Atsu Merrill hat eigentlich die Walzer oder die Knuddler? Oh! Oh! Okay. Nein, Schlurm, komm zurück! Nein. Okay. Jetzt kommt ein Felino. Das macht keinen Spaß. Ist egal. Es muss keinen Spaß machen. Ich muss alle Titanen einmal haben. Hallo, Vahive. Farigiraf habe ich jetzt schon öfter gesehen. Was ist die Taktik hinter Farigiraf? Es muss doch ein Supporter sein. Okay, also anscheinend, ich schätze mal, dass Farigiraf wirklich eine Taktik ist. Was ist denn die Taktik? Farigiraf ist normal Psycho. Nee, Unlicht normal. Nee, normal Psycho. Oder ist Farigiraf anders als Girafarig? Ich mache jetzt sofort Reflektor. Ich vertraue nicht darauf, dass der andere Reflektor macht. Briduradon ist nice, wenn man ausblendet, dass es eine Brücke ist. Aber das ist doch der Witz. Brücke bzw. Reißzweckentferner. Wer ist das Ding? Bitte mach nicht Reflektor. Verhöhner? Was bringt Verhöhner denn? Tacker, genau. Ja, noch 100 davon und wir haben's. Donner, geh weg. Donner auf das Stahl-Pokémon. Das ist auch seltsam. Komische KI. Okay, eine Fähigkeit. Jetzt, ich versuche zu verstehen, was Farigiraf macht. Schmarotzer. Zumindest stirbt keiner, aber es greift auch irgendwie nicht an. Ich habe jetzt schon dreimal Bodypress gemacht. Der soll mich mal aussaugen. Suck me dry, Dragoran. Nein? Dann mache ich jetzt noch das hier. Ich habe Angst vor deinen Attacken. Irgendwie ist alles seltsam. Bei Verhöhner muss man angreifen. Ach, Drachentanz geht dann nicht. Ah, das ist ein Supporter. Okay, nice. Wir haben sogar ein Stella. Ein Stella ist es da drüben. Macht es Sinn? Oder will der einfach nur... Okay, da war ein Stella da drüben. Boom. Okay, ja, ohne Eisenabwehr ist das echt traurig, die Attacke. Aber wenigstens sieht es so aus, als ob wir jetzt gut aufgestellt sind. Endlich darf ich Eisenabwehr anfangen. Problem ist halt, ich bin halt jetzt wirklich Kampf. Das heißt,
Ein Orkan wird mir richtig wehtun, oder? Bitte lass mich Eisenabwehr ganz oft machen jetzt. Und dann Reflektor. Dann ist der so done. Keiner ist am Sterben. Es läuft. Nein, die Brücke. Oben links steht aber, dass die Brücke noch genug Leben hat. Fucking Game. Ein Tod und es ist so viel Zeit direkt weg. Komm schon, jetzt Bodypress von dir. Gut. Ich habe aber das Gefühl, dass mein Bodypress so ziemlich genauso stark ist wie das von den anderen. Vielleicht sind die auch nicht gut trainiert. Er ist am Drachen tanzen, ich hab Angst. Muschelglocke, sei stark bitte. Okay, okay, okay. Mehr, mehr, mehr. Keiner darf mehr sterben jetzt. Ich mach genauso viel Schaden wie die anderen. Das heißt, dass ich saustark bin. Nicht, dass die anderen schwach sind. Ich sehe gar nicht mehr die Attacken, die er auf mich macht. Das habe ich aber voll oft in Raids. So, die greifen an und ich habe keine Ahnung, was das für eine Auswirkung hatte. Aber ich bin voll, also alles gut. Brücke, Brücke, überlebe. Ich meine, okay, okay. Du kannst sterben, Brücke, passt schon. Stirb, Brücke, stirb. Reicht deine AP für Body Press? Ah, sonst mache ich Ruheort. Irgendeiner wird jetzt schon hoffentlich genug AP haben. Wie viel AP habe ich denn noch? Lass mich schauen. Na, noch 3 locker drauf. Okay, und jetzt Luxusball. Nicht Nein drücken aus Reflex. Das ist doch voll einfach, wenn alle Pokémon dabei haben, die für den Raid gemacht sind und nicht einfach ein Urshifu. Und da ist das mächtige Dragoran. Nice. War ja voll einfach. Die sind halt meistens nicht schwer. Wenn man es solo machen will, muss es halt wirklich exakt der Taktik entsprechen. Und wenn man es mit anderen macht, muss es einfach nur gut genug sein. Und meins war gut genug. Wenn es jetzt ein leeres Kramor gewesen wäre, ich hätte auch ein komplett neues Kramor machen können. Ich habe ja genug Kohle und so. Aber es hätte mich halt jetzt genervt, Beeren zu benutzen, die ich wahrscheinlich nicht habe, um es wieder zu resetten. Sweet! Nein, wir haben nicht B gedrückt. Und jetzt gebt euch meine Sammlung. Immer wieder geil. Mich nervt ein bisschen, dass bald meine Titanbox voll ist. Es wäre schön, wenn sie genau 30 gemacht hätten. Aber ich glaube, da kommen noch ein paar. Alle Titanen, die es jemals gab. Und alle haben das Titanzeichen. Und alle sind im Luxusball. Außer Mew, Pokéball. Denn das ist das Mew, das man vom Spiel bekommt. Luxusball, Luxusball, Luxusball. Außer Mewtwo, weil Meisterball perfekt ist für Mewtwo. Und das erste Mal, dass ich es verkackt habe. Am Anfang wollte ich sie noch im... Da war ich mir noch nicht so sicher. Glurak, Primärball. Okay. Liberlo, Primärball. Passt eigentlich ganz gut. Quajutsu, Luxusball. Pikachu, warum? Warum habe ich Quickball für Pikachu genommen? Und dann habe ich Luxusball durchgezogen. Was halt ziemlich nervt, weil... Selbst wenn sie die Raids wiederholen, was sie bei Pikachu und Glurak gemacht haben, ich kann ihn nicht nochmal fangen. Ich müsste sie mit einem anderen Account fangen, aber dann haben sie eine andere OT. Und ich finde es cool, dass ich alle habe auf einem Account mit der gleichen OT, mit der gleichen ID und so weiter. Warum gab es eigentlich Eisenbündel? So random. Wegen Weihnachten war das, ne?
Oh ja, das ist ein bisschen schade, dass ich nicht alle direkt von Anfang im Luxusball gefangen habe, aber seit Silvaro habe ich es durchgezogen. Wenn ich die tausche, seit Quajutsu. Aber Pikachu kam nach Quajutsu. Schon geil, wie... Das ist einfach komisch, auch was so die... Wie sie das priorisiert haben. Warum? Glurak? Okay, verstehe ich. Glurak, das Pokémon. Dann Liberlo? Warum? Und dann Quajutsu. Ja, Mew habe ich im Pokéball, das gehört aber so. Und Mewtwo im Meisterball gehört auch so. Das ist Absicht. Krieg mal ein Mew im Luxusball. Das geht nur, wenn du in... Gibt es in Gen 3 Luxusbälle? Ich glaube schon. Wenn du Gen 3 Mew auf der Insel dich dahin glitscht und es mit einem Luxusball fängst. Wenn es in Gen 3 Luxusbälle gibt. Ich glaube schon. Dann könntest du ein Mew im Luxusball haben und hier haben. Aber sorry, das habe ich nicht. Und ich habe viele Mews, aber die sind entweder im Jubelball oder im Pokéball. Weil die einem geschenkt werden. So wie dieses Mew. Klassisches Band. Pokémon Fan Mew. Wofür kriegt man das nochmal? Und hier ist meine... Wo ist meine Box mit all den Freunden? Zum anderen Spiel. Ja. Okay, nice. Halt, das Kramo müssen wir wieder zurücktun. Pixie habe ich benutzt für Herashai, glaube ich. Das habe ich mir extra gebaut, weil nichts anderes funktioniert hat. Ich habe sogar zwei Buckel inzwischen. Eins Fee-Fee und eins Fee-Kampf. Ist auch Body Press. Aber ohne Eisenabwehr habe ich das gemacht. Wofür habe ich das gebraucht? Okay. Kurz noch das Kramor rüber. Kann man den Kristall Lugia und Ho-Oh fangen? Yep. Oder? Ziemlich sicher, ne? Wusste gar nicht mehr, dass man ablehnen konnte. Klar, du kannst ablehnen. Was ich schon zweimal, glaube ich, inzwischen geschafft habe, dass ich nach ewigen Probieren endlich es geschafft habe und dann habe ich aus Reflex B gedrückt, weil man so oft Raids macht wegen anderen Sachen und da halt die Pokémon nicht fängt, sondern nur die Items will. Und er ist so B. Ah. Nochmal. Könnte ich mich mitziehen? Nö. Ich habe es selber gerade erst geschafft. Das hier ist kein Stream, wo wir Raids machen. Da musst du in Streams gehen, wo die Leute ganz viele Raids machen. Ich bin Sammler. Ich sammle das Dragoran. Ich bekämpfe es nicht. Also ich muss es bekämpfen, um es zu sammeln. Aber glaub mir, das macht mir keinen Spaß. Es macht schon Spaß. Wenn es dann funktioniert, macht es Spaß. Aber es nervt halt, wenn es daran scheitert, weil jemand ein Urshifu mitbringt. Ich bin auch selber schuld, dass ich auf bereit gedrückt habe. Und es ist nie gut, reinzuschreiben und zu sagen, könnt ihr mich mitziehen? Wie wär's, wenn du einfach selber deine Pokémon trainierst? Es ist so einfach, in diesem Spiel seine Pokémon zu trainieren. Was wird auf Home gebracht? Das Kramor. Das ist mein Shiny Kramor. Das gehört nicht ins Spiel. Das gehört in meine Box. Buckel gegen einen Feuerraid? Ja, am Anfang gegen Glurak war Buckel geil. Aber irgendwann habe ich nochmal Buckel benutzt gegen irgendwas. Die Knusperkruste. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer buckelt an deinem Häuschen? Ansonsten war es das für heute. Wir haben mal wieder Shinies in Karmesin gesammelt. War mal wieder cool, in dem Spiel zu sein. Und das sind unsere Titans. Noch eins und die Box ist voll. Was kommt als nächstes? Es fehlen noch so viele Starter. Es fehlen noch so viele.
Gehen wir mal durch. Die erste Gen haben wir. Zweite Gen fehlt Impergator. Dritte Gen fehlt komplett? Nee, Gewaltrüster. Sumpex ist da. Ja, Gen 3 fehlt Paninferno. Also Feuer, davor Wasser, Wasser, Feuer. Gen 4 fehlt... Oh, ist gar nicht so leicht. Weil man immer auf die letzte Entwicklung gehen muss. Empoleon ist da oder ist Gen 5? Ah ne, Gen 4 ist Panflam. Logog ist da. Gen 3 ist komplett. Gen 1 ist komplett, Gen 3 ist komplett. Paninferno ist Gen 4. Paninferno fehlt in Gen 4. Igamaro ist aber Gen 6. Gen 6 ist komplett. Gen 7. Impoleon ist Gen 4. Echt? Gen 7, 1, 2. Was ist Feuer? Feuer, Gen 7 Feuerstarter fehlt. Gen 8 ist komplett. Gen 6 ist... Admira ist aber Gen 5. Gen 6 ist 1, 2... Was ist Wasser? Gen 6 ist komplett. Gen 5 ist Admira. Hier Feuer, Feuerkrokel, Schweinchen. Was ist denn Blatt in Gen 5? Was ist denn Gras in Gen 5? Serpyroyal fehlt. Korrekt, Serpyroyal fehlt. Es fehlen doch nicht mehr so viele. Also Gen 2, Gen 5, Gen 4. Kann es sein, dass es nur 3 Stück sind, die fehlen? Oh nee, wenn die zweite Box noch so angefangen ist. Oh nee. Naja, sie können ja noch viele andere Sachen machen. Können wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es sind 19 und es sollte 8 mal 3 geben. 8 mal 3? 24. Das heißt, 5 Stück fehlen noch. Ich kann nicht zählen. Ich weiß nicht, welche fehlen. Okay, 5 Stück fehlen noch. 5 Starter. 9 mal 3. Siehst du hier Gen 9 als Titanen? Hisui. Achso, ja, die habe ich extra nicht gezählt. Ich habe die nicht gezählt. Ich habe die Hisuis ausgelassen beim Zählen. Ich habe 19 ohne Hisui. Okay, ich habe 22 mit Hisui und dann sind es halt 27. Also es fehlen 5 Stück. Wie sollte Kramer gebaut sein? Maximal Verteidigung und maximal KP. Oder Verteidigung, Angriff. Nee, maximal Verteidigung und maximal KP. Und pfiffig. Attacken, Bodypress und Eisenabwehr. Fünf fehlen noch. Schafft man ja in 5 Monaten. Und dann kommt Legends Zar. Okay. Dankeschön fürs Dasein. Jetzt am Wochenende muss ich wieder viel wegen dem Umzug machen. Die alte Wohnung ist immer noch nicht hergerichtet. Das machen wir am Wochenende. Das wird richtig anstrengend. Du kannst den Link auch hier reinschicken, Deux, wenn du magst. Kommst du, denkst du, Saar kommt direkt Anfang 2025? Nee, im April, glaube ich. Impergator, Paninferno, Chelterra komplett vergessen. Chelterra, Fuego, Serpyroyal fehlen. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Ja. Chelterra hatte ich vergessen. Das war das Gen 4, Mon. Deswegen, nächster Stream wahrscheinlich erst am Montag. Ich werde im Oktober
übrigens wieder Horror-Streams machen in der Nacht. Um Halloween rum, weil ich habe ein paar Horror-Games gekauft, genau genommen eins. Und die will ich spielen. Zusätzlich zu Pokémon. Es speichert übrigens immer noch. Was für Horror? Horrorspiele. Und ja. Origin Dex Video 6 ist am Machen, am Schneiden. Ich habe schon ein paar lustige Sachen, die ich cool finde. Naja, danke fürs Dasein. Danke für die Subs. Wie viel waren es? Waren es 20 Stück? Nee, oder? Ah, 12. Und ihr wisst, bei 20 gibt's Shinies geschenkt. Da werden Shinies verschenkt bei 20. Eieiei. Okay. Tschüssi. Tschüssi.